Herzlich willkommen! Nach einem Jahr ist es mal wieder soweit. Staffel 7 von Game of Thrones hat angefangen und deswegen sitzen Jonas und ich von der Filmfabrik mal wieder hier nebeneinander und werden wirklich Szene für Szene sehr ausführlich die Folge durchgehen und darüber sprechen, was man so gesehen hat, was wir davon hielten, einen eventuellen Ausblick auf das Ganze werfen und du bist Jonas? Ja, ich bin Jonas. Ich habe vergessen, wie das geht, so eine Folgenbesprechung. Ach so, ja, ich bin der Jonas. Ich bin normalerweise der Kameramann und Cutter, aber wenn es um Game of Thrones geht, dann will ich auch ein bisschen mitreden. Dann bist du auch vorne mit dabei. wollen wir eigentlich direkt loslegen oder gibt es noch irgendwas zu klären? Auf jeden Fall solltet ihr wissen, wer die erste Folge der 7. Staffel noch nicht gesehen hat, hier ist eine Spoilerwarnung. Das sollte hoffentlich alleine durch Titel und Thumbnail eigentlich klar sein. Außerdem gibt es ab jetzt hiervon auch eine Podcast-Version. Das haben letztes Jahr so viele Leute gefordert und die gibt es jetzt. Und falls ihr den Link zu Soundcloud und iTunes und sowas finden wollt, dann checkt einfach mal die Infobox unter diesem Video. Und übrigens, wir arbeiten dieses Jahr in unseren Throne Weeks mit Sky zusammen. Und in der Infobox ist auch ein Link für das Sky-Ticket. Da erfahrt ihr alles Wissenswerte. Über den Link könnt ihr auf jeden Fall Game of Thrones gucken. Genau. Ja. Die Folge, wie hieß sie, Jonas? Die hieß Drachenstein oder im Englischen Dragonstone. Korrekt. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Nein, warum hieß die Folge Drachenstein, Jonas? Wir machen das jetzt wie in der Schule. Okay, also Drachenstein bezeichnet sowohl die Insel Drachenstein als auch die Burg, die da drauf steht. Und ja, das ist der Stammsitz oder war der Stammsitz des Hauses Targaryen. Genau. Und in der vergangenen Zeit, also nach Roberts Rebellion, hat Robert Baratheon die Burg an seinem Bruder Stannis vermacht. Genau. Wobei das ja auch eher eine Beleidigung war gegenüber seinem Bruder. Denn es war nämlich. Es war ja keine Beleidigung, ja, aber. Keine Beleidigung, aber es war eine Degradierung. Ja, Stannis hätte sich eher Sturmkap gewünscht. Also Stannis hat halt ein Jahr lang Sturmkap verteidigt gegen die Tyrells, gegen eine Armee der Tyrells. Und da ist auch Davos zu dem geworden, was er heute ist. Denn die Soldaten in der Burg Sturmkap waren fast am Verhungern. Und Davos hat tonnenweise oder auf jeden Fall sehr, sehr viele Zwiebeln in die Burg geschmuggelt. Also nicht nur Zwiebeln, es heißt halt Zwiebeln, aber ja, es waren auch noch andere Sachen. Ja, aber auch sehr viele Zwiebeln auf jeden Fall. Deswegen heißt er halt der Zwiebelritter, wie die Onion Knight. Und hat auf jeden Fall Sturmkap verteidigt und er wollte der Lord von Sturmkap werden, dem Stammsitz des Hauses Baratheon. Und Robert hat einfach diese Burg Renly gegeben und Robert sollte dann im Zuge von Roberts Rebellion, die letzte Hochburg der Targaryens war Drachenstein und Robert hat dann Drachenstein angegriffen. Ich glaube sogar, dass Stannis hat das auch erobert. Ne? Er hat doch ihm auch den Auftrag gegeben. Ich meinte auch Stannis. Also, ja. Ich habe es mir genau aufgeschrieben. Roberts Rebellion endete damit, dass Stannis Drachenstein einnehmen musste, die letzte Festung der Targaryens. So wurde Stannis der Lord von Drachenstein. Bevor Stannis aber Drachenstein erreichte, wurden Viserys und Daenerys fortgeschickt. Und das hat. Und ganz wichtig, Daenerys ist ja auch auf Drachenstein geboren. Genau. Und Renly bekam damals Sturmkap, obwohl Stannis die Festung wollte. Robert machte, genau, das ist halt ein wichtiger Punkt. Robert machte Stannis sogar verantwortlich, dass Daenerys und Viserys fliehen konnten nach Essos zu Illyrio Mopatis. Und so bekam Stannis tatsächlich die Burg. Genau. Und Stannis hat ja Zeit seines Lebens sich damit Melisandre angefreundet. Wurde angefreundet. Ja. Er hat die weggebankt und hat dann ist ein Anhänger des Glaubens an den roten Gott geworden, an R'hllor. Ja, genau. Und deswegen hat auch sein Banner nicht nur den Elch, der oder Hirsch? Hirsch. Den Hirsch der Baratheons, sondern auch dieses flammende Herz. Genau, das ist ein Zeichen an den roten. Genau. An den Glauben des Roten Gottes. Ansonsten ist ja auch Drachenstein überhaupt, also sinnbildlich, der Grund für die Macht der Targaryens. Weil ich habe hier, was hat die Autokorrektur hier einen kleinen Fehler reingehauen. Von hier aus eroberte Aegon Targaryen. Aegon? Aegon. Ja. Aegon Targaryen vor knapp 300 Jahren. Aber noch weiter Westeros zurück, wenn man 200 oder 300 Jahre, genau weiß man das ja nicht, zurückgeht, dann war es so, dass eine valyrische Familie, nämlich die Targaryens, von Freistaat von Valyria geflohen sind, weil eine der Targaryens eine Vision hatte, dass... Die hieß doch Daenys, glaube ich? Daenys, glaube ich auch, ja. Daenys Targaryen. Daenys Targaryen hatte eine Vision, dass Valyria untergehen würde und deswegen ist das Haus Targaryen in den Westen geflohen. Genau. Und da haben sie sich auf Drachenstein festgesetzt. Aber da davor kann man ja auch noch sagen, dass das wurde ja schon davor gebaut als Außenposten von dem Freistaat von Valyria. Genau, das waren Posten, an dem Essos und Valyria Handel betrieben mit den Königreichen im Westen. Genau, und was auch wichtig ist, dass die Burg mit Hilfe von Zauberkraft und Drachenfeuer
gebaut wurde. Ja, ansonsten hat hier vor etwa 300 Jahren Aegon I., wie du es ihm gesagt hast, seinen Eroberungsfeldzug gestartet. Er hat da die bemalte Tafel bauen lassen. Das ist ein berühmter Tisch, der in Form von Westeros geschnitzt ist, mit all seinen Erhebungen und allen Burgen und Städten und so weiter. Und dort hat er tatsächlich das Ganze für strategische Zwecke genutzt, um dann über Westeros zu wüten und mit seinen Drachen, mit Balerion, dem Schwarzen Schrecken, mit Vega und Meraxes, die sieben Königslande, beziehungsweise damals waren es halt noch Königreiche, einzunehmen und daraus die sieben Königslande zu machen. Das heißt, da, wo die Targaryens quasi zu den Herrschern von Westeros wurden, genau da rum, also genau da um diesen Ort geht es jetzt in dieser Folge. Genau. Wir haben jetzt wahrscheinlich 10 Minuten gelabert und haben nicht mal den Titel fertig. Ja, das stimmt. Und Sam lernt halt auch noch was Interessantes über Drachenstein. Genau, aber das kommt später. Ja. Wie fandst du so allgemein die Folge an sich? Sehr interessant. Ich finde, es passiert viel, also es wirkt so, als würde wenig passieren, aber ich glaube, es passiert, also nicht nur ich glaube, ich weiß, dass eine Menge passiert. Es passiert eine ganze Menge in dieser Folge. Für mich hat das halt auch eher so der Eindruck gemacht, dass die Folge halt wie die ganzen ersten Folgen dazu da ist, Exposition. Einführung, genau. Die Figuren werden aufgestellt. Genau, aber wenn du beispielsweise Staffel 5 nimmst, wo halt irgendwie gefühlt 7 Folgen Exposition waren, dann ist es diesmal eher so, dass wir haben 7 Folgen in der 7. Staffel, das machen komplett die beiden Showrunner. Es wird wahrscheinlich so sein, dass jetzt die Folge, vielleicht noch irgendwie die zweite oder die Hälfte der zweiten, noch sehr, sehr langsam und einführend sind. Und dass es dann wirklich richtig losgehen wird. Ansonsten, ich mochte die sehr. Und wenn du mal drauf geachtet hast, ich habe die gestern 3-mal geguckt. Okay, ich habe die gestern nur 2-mal geguckt. Es gab sehr viel Humor in der Folge. Was ist los? Bist du aufgeschmissen, weil dein Tablet gelockt ist? Ah, okay. Ja, nee, jetzt geht's. Ansonsten hat Jeremy Podeshwa Regie geführt. Der hat auch in den ersten beiden Folgen der 6. Staffel Regie geführt. Und der wird auch im Finale Regie führen. Und der hat auch in 2 Folgen der 5. Staffel Regie geführt. Das haben wir letztes Jahr schon gesagt. Und er isst gern Vanilleeis. Davon gehe ich einfach mal aus. Ja. Denn, nicht Schokolade? Kann auch sein. Ich weiß es nicht. Ich hab mir jetzt gerade ausgedacht. Ich muss das umdrehen, sonst funktioniert das nicht. Fangen wir direkt an. Und zwar mit einer Szene, die es in sich hat. Und es ist vielleicht der beste Staffelbeginn aller Zeiten. Denn wir sehen als erstes Lord Walder Frey. Und man wundert sich. Da wundert man sich auf jeden Fall, weil der Dude wurde ja letzte Staffel getötet. Genau. Und zwar von Arya, die aus Braavos wiederkam, als ausgebildete Meuchelmörderin, als Attentäterin. Und was ich an dieser Szene interessant fand, war, dass man wahrscheinlich die Worte des Hauses Frey lernt. Zum ersten Mal Stand in dieser Szene. Together. Stand together. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch gemacht wurde. Ich habe das auf Englisch geguckt, die Folge. Wir stehen zusammen. Wir stehen zusammenstehen. Stand together ist auf jeden Fall auf Englisch. Und das Witzige ist, sie schreien alle Stand together und kurze Zeit später fallen alle. Ja, da sieht man mal, was mit diesem Haus. Ja. Aber das macht doch Sinn, Stand Together, das ist genau wie die Zwillinge. Die Freys sind ja da am Kreuzweg, an einem Fluss, mit ihren 2 gut befestigten Brückenköpfen, die identisch aussehen. Deswegen heißen sie halt auch die Zwillinge. Und so deshalb könnte es halt auch Stand Together heißen. Genau, ja. Aber wie gesagt, man wundert sich. Man denkt, vielleicht dachte im ersten Moment, okay, das könnte ja ein Flashback sein, kurz nach der Roten Hochzeit. Habe ich auch so eine Mikrosekunde geglaubt, aber dann redet er von der Roten Hochzeit und dann ist klar, okay. Ja. Können wir aber kurz darüber reden, wie genial das gespielt ist? So diese kleinen Nuancen, wenn er immer wieder, wenn er sieht zum Beispiel, dass die Leute, also man kriegt dann raus, dass Arya den Wein vergiftet hat und dass dieses kleine Lächeln im Gesicht, diese mimischen Hinweise darauf, dass es gar nicht Walder Frey ist. Es war meiner Meinung nach genial gespielt. Auf jeden Fall, ja. Glaubst du dann, dass Maisie Williams ein Walder Frey-Kostüm anhatte? Ich glaube, sie hat sich in den Schauspieler von Walder Frey gewalkt. Oh, das kann gut sein. Das ist eine gute Fantheorie. Das ist eine gute Fantheorie. Wir bekommen übrigens immer wieder sehr, sehr witzige Fantheorien da. Wir sollten mal ein Best-of machen. Amüsieren wir uns immer sehr drüber. Da ist wirklich der abgefahrenste Kram dabei. Ich meine, jeder hat sein Recht darauf, das uns zu schicken und Fantheorien aufzustellen. Aber manchmal denke ich mir dann wirklich, glaubst du das wirklich? Ja, das ist einfach nur eine Fantheorie zu machen, um eine Fantheorie gemacht zu haben. Ich habe manchmal auch das Gefühl, aber ja. Dann kommen wir auch noch zu ein paar wichtigen Worten. Now that winter has come. Ich wollte noch davor ein paar Sachen sagen. Okay, zum Beispiel, erstmal zu dem, wo ich sagte, dass man immer wieder merkt, so in den Nuancen, dass Arya in diesem Körper steckt. Also so, wenn sie anfängt beispielsweise als Walder die Freys zu kritisieren, dass sie eine Mutter umgebracht haben, die gerade schwanger ist. Und dann merkt man auch schnell, wie die Stimmung so kippt. Genau.
so, dass die Freys langsam checken, dass sie eigentlich da was unglaublich Schreckliches und Ehrloses gemacht haben. Dann finde ich krass, dass Arya eigenständig das gesamte Haus Frey ausgelöscht hat. Stimmt, ja. Fast also, man, es kam auch, irgendwer hat mich gefragt, was ist denn jetzt mit den Zwillingen? Wem gehört das? Das ist ja auch dann die Frage. Meinst du, wem das jetzt gehört? Genau, ja. Aber nicht nur die Zwillinge, sondern auch Schnellwasser, weil das gehört jetzt ja auch zu Haus Frey. Und ich glaube, theoretisch wird es dann an einen Lord fallen, der mit einer Frey-Frau zusammen ist. Oh, okay. Die wahrscheinlich am ältesten sein muss. Also, du meinst Edmund Tully? Oder was meinst du? Nee, also, ich meine, Walder Frey hatte so viele Töchter und Söhne. Aber Edmund ist doch ein Bekannter. Und die Töchter hatte... Ja, vielleicht. Ja. Stimmt, aber das würde dann wieder Sinn machen, weil es dann wieder zurück zu ihm fällt. Genau, also es wäre doch interessant, wenn tatsächlich die Zwillinge dann den Tullys gehören. Ja, aber das ist halt so die Frage, da könnte es vielleicht auch wieder so Probleme geben, weil halt jeder sagt, okay, ich habe eine Frey-Frau, mir gehört das. Nee, ja. Ich habe auch eine, mir gehört das. Entscheidet es denn dann im Endeffekt nicht eventuell einfach die Krone? So war es in England im Mittelalter tatsächlich oft. Dass, ja, aber ist halt die Frage, ob die noch auf... die Krone hören. Ja, wir werden's sehen. Ansonsten noch vielleicht erwähnenswert, der Arbor wird erwähnt. Da heißt es ja, dass es da den schönsten Wein gibt. Und den besten Wein, ja. Den besten Arbor Wein. Gold heißt Arbor Gold. Genau, das ist eine Insel im Südwesten. Ich bin immer so schlecht mit den, ist das korrekt? Südwesten? Ja. Südwesten, ja. Genau. Da kommt die Familie Rotwein her und von diesem Haus. Sehr clever, ne? Sehr clever. Und von diesem Haus stammt übrigens auch, Fun Fact, Lady Olenna ab, die Dornenkönigin. Genau. Das ist eine geborene Rotwein. Ja, jetzt kommen wir. Keep one wolf alive and the sheep are never safe. Denn das ist Arya macht super sich, toll, dass man sich auf der Zunge zergehen lassen kann. Denn Arya macht sich sehr lustig darüber, dass sie halt. Also was heißt lustig darüber? Dass sie einen Stark vergessen haben, nämlich sie. Was mir aber auch bei der Szene so direkt in den Sinn gekommen ist, ist, da wird sich der Marius freuen, ein klingonisches Sprichwort. Rache ist ein Gericht, das man am besten kalt serviert, weil ich denke nicht, dass die Freys im Entferntesten dran gedacht haben, dass da nochmal was auf sie zurückkommt. Ja, oder auf Klingonisch, Arkatam Tantelem? Ich weiß es nicht. Stimmt das, Marius? Ja, stimmt. Nein. Ich habe keine Ahnung. Und dann sagt er noch einen anderen sehr, sehr genialen Satz. Oh, darf ich den sagen? Ich glaube, ich weiß, wer du meinst. Tell them the North remembers, tell them winter came for House Frey. Genau, also da werden zwei wichtige Sätze gesagt, nämlich zum ersten, the North remembers. Ja, das ist ja auch so ein Satz, den man immer wieder hört. Genau, dass der Norden sich erinnert. Genau, und tell them winter came for House Frey. Genau. Das bezieht sich ja auf die Worte des Hauses Stark, nämlich winter is coming. Und es gibt ja immer, wir haben mal im Podcast erwähnt, dass es ja mehrere Bedeutungen geben kann für winter is coming. Ja. Und die erste Bedeutung ist halt die offensichtliche. Winter kommt. Und die zweite ist halt, also weil Haus Stark da im Norden das in den sieben Königsländern halt am ersten direkt mitbekommen, deswegen alle anderen Häuser im Süden quasi warnt oder alle anderen Reich und Königslande. Und die zweite Bedeutung ist ja, dass das halt immer quasi, es gibt immer einen Sommer in einem Leben und einen Winter. Also auf gute Zeiten folgen halt immer schlechte Zeiten. Ja, genau. Das ist halt auch metaphorisch gemeint sein können. Genau. Und jetzt sehen wir für Haus Frey ist ein sehr, sehr, sehr düsterer Winter angebrochen. Weil allerdings, denn falls da noch irgendwelche männlichen Erben da sind, was ja wirklich durchaus sein dürfte, dann also House Frey spielt jetzt wahrscheinlich erstmal keine große Rolle mehr. Ansonsten stehen die jungen Frey-Mädchen da. Ja, sorry. Ach so. Was wolltest du noch sagen? Was mir auch aufgefallen ist, dass die ja komplett das House Frey, dass die richtig stolz darauf sind, dass sie die Starks abgeschlachtet haben. Ja. Weil die ja eben auch so zuprosten. Klar. Als Walder Frey dann sagt, dass sie die Starks abgeschlachtet haben. Ja. Und als sie das gemacht, stehen die jungen Frey-Mädchen da wie angewurzelt und dann beginnt eine sehr rhythmische, laute, wuchtige Trommelmusik. Achso, weißt du, wie die Frau von Walder Frey heißt? Die neben Arya steht, zu der die achte Frau von ihm. Ja. Was weiß ich. Lady Kitty Frey. Ah, wunderbar. Und diese Musik, von der ich eben sprach, die geht halt langsam in den Game of Thrones Theme über, was ich wirklich sehr, 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 sehr geil fand. Oh, aber genau, da kommt ja auch noch dann, Arya geht ja dann auch quasi aus der Szene raus. Ja, und das hat mich sehr an Sansa in der sechsten Staffel erinnert, als sie quasi Rache an Ramsay geübt hat, als dann Ramsay getötet wird. Da geht sie ja auch von ihm weg und lächelt dann in die Kamera. Und bei Arya sieht nicht in die Kamera, aber sie lächelt. Ja, House Stark ist stärker zurück denn je. Genau.
Genau, dann kommt das Intro. Ich habe mir nichts zum Intro Ach so, ich hab mir recht viel aufgeschrieben zum Intro. Bitte, your time to shine. Das Besonderste am Intro fand ich, dass diesmal das erste Mal ist in der kompletten Seriengeschichte, dass keine einzige der Standorte auf Essos ist. Mhm. Man schwenkt niemals zu Essos. Man merkt halt langsam, dass diese Handlungsstränge zusammenkommen, dass alles nach Westeros kommt und dass alles zusammengeführt wird. Ja. Ich fand's schade, dass über Königsmund kein Rauch aufsteigt, weil die Septa explodiert ist. Ja. Weil bei Winterfell haben die das ja damals gemacht, als das von den Boltons zerstört wurde. Es ist auf dem Rädchen ist ja immer das Symbol der Häuser und da ist ja immer noch der Hirsch von Haus Baratheon. Ist es da der Löwe? Das ist halt so ein kleines Ding. Mhm. Also was ich cooler gefunden hätte, wenn da jetzt halt der Löwe drauf wäre. Ja. Darauf kommen wir auch noch später. Aber was sieht man da? Immer noch den Hirsch? Immer noch den Hirsch, genau. Okay. Und was neu ist, ist Alzas. Old Town sieht man, genau. In dieser sich schlängelnden, der hohe Turm, der sich da so lang schlängelt, genau. Fand ich sehr, sehr geil, die einmal zu haben. Und ich glaube, zu Alzas kommen wir dann später einfach noch, wenn wir bei Samuel angekommen sind. Stattdessen starten wir nach dem Intro an der Mauer. Also nur um klarzustellen, weil das Marius gerade auch nicht verstanden hat, es geht nicht um Sonnenspeer oder sowas, nicht um die Schlange, die sich um den Turm schlängelt. Ich meinte, der hohe Turm, der sich so langsam schlangenmäßig nach oben aufbaut. Der hohe Turm von Haus Hohenturm. Genau. Ja. Das ist auch wieder so ein ganz clever gelöst. Wer aber unser Video über Tanz der Drachen gesehen hat, der weiß, dass Lady Alicent Hohenturm und Sir Otto Hohenturm bereits in der Geschichte von Westeros eine extrem wichtige Rolle gespielt haben. Du bist auch so ein Otto, ne? Warum? Na gut, also, wir sehen die Mauer und wir dürfen halt nicht vergessen, dass die wahre Bedrohung aus dem Norden kommt, nämlich die anderen, die weißen Wanderer und auch die Wiedergänger. Und ein düsterer Nebel deutet bereits ihre Ankunft an, was übrigens ein interessanter Hinweis ist, wie ich finde. Denn ich habe mir gedacht, also erstens mal, was man da auch auf jeden Fall sieht, und das ist eine der wichtigsten Sachen in dieser Folge, dass es auch Riesen gibt, die als Wiedergänger auferstehen. Ja. Was halt erstens mal unglaublich fucking geil ist. Vor allem Riesen, nicht nur ein Riese. Genau, Riesen. Weil, soweit ich das verstanden habe, kann man Wiedergänger, glaube ich, nicht mit Drachenglas töten. Ja. Und also ich glaube, die muss man halt wirklich verbrennen oder so abmurksen. Aber wo das du halt die Frage, ob du verbrennen bist, jetzt haben wir eine Sache. Wenn tatsächlich Drachen genutzt werden, um gegen die Wiedergänger und die weißen Wanderer zu kämpfen, also da denkt man sich halt, ja, okay, gut, dann fliegen die Drachen drüber, spucken da ein bisschen Feuer drauf, und dann war's das. Jetzt hat man Riesen, die eventuell, wenn die Drachen niedrig fliegen müssen, gegen die Drachen kämpfen. Und jetzt stell dir einfach nur mal die Szene vor, in der Riesen gegen Drachen kämpfen. Geil. Ja, also unglaublich geil. Ich kann mich nicht richtig dran erinnern, aber ich glaube, man sieht ja den einen Riesen, der geht ja auf die Kamera zu, und der links davon, das sieht so aus, als hätte der so einen Bogen. Das hat man ja schon mal in der vierten Staffel der 9. Folge gesehen, dass die Riesen auch diese fetten Bogen haben und diese unglaublich fetten Pfeil damit abschießen. Ja, Bolzen, ich glaube, fast schon, mit so einem Ding könnte man Drachen leicht runterbekommen. Das hatten wir ja schon bei den Eroberungskriegen von Aegon. Da wurde ja Meraxes mit einer Balliste, glaube ich, und dann ist Rhaenyra auf ihm gestürzt und er hat sie quasi. Ja. Genau. Aber eine Sache ist auch klar, wo wir gerade bei der Mauer sind. Ich denke, eine Sache ist klar, dass George R. R. Martin ein verdammt guter Schriftsteller ist und er baut diese Mauer auf, die halt seit 8000 Jahren da steht und von Brandon Stark, dem Erbauer, gebaut wurde. Und es wird immer wieder betont in den Büchern, immer wenn es um den Norden geht, immer wenn es um die Mauer geht, in der Serie auch, wie unglaublich massiv und gut befestigt diese Mauer ist, dass sie seit 8000 Jahren steht, dass sie Wildlinge und alles Mögliche immer wieder abhalten konnte und dass sie sogar mit Magie geschützt ist. Genau. Also es wird immer wieder mystifiziert, was für ein mächtiges, monumentales, gigantisches Bauwerk diese Mauer ist. Ich glaube, es ist sehr offensichtlich, dass im Laufe dieser 8 Staffeln oder im Lauf der Handlung die Mauer eingerissen wird. Muss ja, zwangsläufig. Klar. Ja, also es wäre irgendwie langweilig, wenn die Mauer einfach die gesamte Handlung steht und die, weiß man da irgendwie außen rum oder über diese eine Knochenbrücke gehen und das war's dann. Nee, ja, oder wie wir in der Folge erfahren, dass es wahrscheinlich eher über Ostfach Eastwatch, geht. Eastwatch, by the Sea, genau. Ja, aber diese Mauer wird, glaube ich, definitiv noch einstürzen im Laufe der Serie. Und sieht ja auch so aus wie ein Sturm, der ja anrückt, ne? Und das erinnert mich nämlich an etwas, das John in der letzten Staffel gesagt hat, in der letzten Folge. The true enemy won't wait out the storm, he brings the storm. Ja, cool. Ja.
Das stimmt. Dann bleiben wir bei der Mauer, denn wir sehen Bran und Meera. Die sind tatsächlich an der Mauer angelangt. Meera hat Bran auf diesem Schlitten bis zur Mauer gezogen. Ja, und die sieht extrem fertig aus. Ja, aber es muss auch wahnsinnig anstrengend sein. Bran ist gewalkt am Anfang der Szene. Also hat er seine, nicht gewalkt, das falsche Wort. Er ist in seinem... Das ist halt die Frage. Das habe ich mir nicht angefangen. Er könnte... Hat er sich, kann er jetzt ohne der Verbindung zu einem Wehrholzbaum quasi... Ja. In der Geschichte umherstreifen und gucken, was alles passiert ist und halt so mehr lernen und halt noch mehr zu dieser dreieugigen Krähe werden, obwohl er das ja eigentlich schon ist, aber halt trotzdem, er muss ja noch mehr erfahren. In der Ausbildung, Oder hat er sich vielleicht gerade in Aiden einen Falken am Himmel oder so geworfen? Ich glaube eher, dass es viel wahrscheinlicher ist, dass Bran die Weißen Wanderer beobachtet hat. In der und er hat ja auch... Er sagt dann, also das Tor der Mauer geht dann auf und der schwermütige Ed kommt raus und fragt dann, was die machen wollen, ob sie Wildlinge sind. Und die sagen ja, sie sind Meera Reed und Brandon Stark. Und dann sagen sie, ja, warum soll ich euch das glauben? Klar, ja. Und dann sagt er, dass er gesehen hat, dass er bei Ed der Faust der ersten Menschen war und in Hartheim. Genau. Also dann muss er ja zwangsläufig, das hat man ja nicht gesehen bisher in seinen Visionen, die man onscreen gesehen hat. Damit dann muss er irgendwie noch... mehr gesehen haben, was wir nicht mitbekommen haben. Eine ganz schöne Menge, er weiß ganz schön viel, er wird weiser und weiser. Dann fand ich auch noch interessant, dass alle eben reingehen und als letzter, als Lord Kommandant, was eben auch ein Zeichen dafür ist, dass er ein guter Lord Kommandant ist oder zumindest jemand, der seine Verantwortung ernst nimmt, geht als letzter rein und blickt nochmal raus, weil ihm genau bewusst ist, welche Bedrohung da draußen auf den Süden wartet. Und weil er vielleicht auch weiß, dass er jetzt das letzte lebendige Wesen ist, das hinter die Mauer geht. Weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt ist dann nichts mehr am Leben. Genau. Dann gehen wir etwas weiter südlich. Aber ach so, sorry. Ich hatte noch, ich hab noch, dass Ed und seine Brüder irgendwie so geweckt haben, als ob das wirklich das letzte Häuflein ist, das von denen übrig ist. Dann geht's etwas weiter südlich, aber nur etwas nach Winterfell, in quasi die Hauptstadt des Nordens, nenne ich es mal, also den von dem Sitz aus, von dem regiert wird im Norden. Und Jon spricht bereits als König im Norden und sagt, dass sie Drachenglas suchen müssen, denn bei dieser Versammlung mit allen großen Häusern des Nordens weist er darauf hin, dass die wahre Gefahr nicht Cersei im Süden ist oder Daenerys im Osten oder, sonst oder was, die Greyjoys im Westen, sondern der Norden. Ja, bisher hat sich halt jeder nur auf die inneren Streitigkeiten konzentriert und er ist jetzt halt wirklich der Erste, der sich aktiv darum kümmert, dass die Weißen Wanderer und die Bedrohung aus dem Norden gestoppt werden kann. Und er sagt ja auch, dass jetzt Drachenglas für sie wertvoller ist als Gold. Genau. Und wir wissen ja, dass er weiß, oder er sagt ja auch, dass man mit Drachenglas Weiße Wanderer töten kann. Ja. Und das weiß er ja von Samwell wahrscheinlich. Ja. Und Drachenglas ist zwar wertvoller als Gold, aber nicht als Arborgold, würde ich persönlich sagen. Weil dann kann man die Weißen Wanderer abfüllen und dann gehen die wieder in den Norden, weil die einen Kater haben. John sagt auch, dass alle 10- bis 60-Jährigen trainiert werden müssen. Und zwar nicht nur die Jungs, sondern auch die Mädels. Die Mädels, genau. Und Lord Glover will das nicht. Glover, der sagt, dass er doch niemals seiner Enkeltochter oder sowas einen Speer in die Hand drücken würde. Und dann kommt wieder der große Auftritt. Ich habe geschrieben, Lyanna Mormont rasiert. Wow. Ja. Also wie eh und je, so wie man sie kennt, auf der Bäreninsel hat sich ja, das sollten wir vielleicht auch noch erwähnen, hat sich eine weibliche Kriegerkultur ausgebildet, denn auf der Bäreninsel wird sehr viel gefischt und Männer sind für lange Zeiten immer auf dem Meer unterwegs und währenddessen, also Bäreninsel wird seit jeher von Wildlingen im Norden und von den Graufreuzen, den Greyjoys im Süden attackiert und geplündert und angegriffen und was weiß ich. Und dadurch waren die Frauen auf der Bäreninsel für die Verteidigung der Siedlungen und Städte zuständig und dadurch hat sich da so eine gewisse weibliche Kriegerkultur entwickelt. Da gibt es ja auch eine ganz berühmte Mormont, die heißt Make Mormont. Mhm. Die kommt in der Serie nur ganz kurz am Rande vor. Mhm. Und ich glaube, die wird auch im Englischen She-Bear genannt. Mhm. Also, ich weiß nicht, wie im Deutschen. She-Hulk. Die She-Male. Mann-Bärin. Bärmannin. Thai-Call-Girl. Mann-Bärschwein. Ja, Mann-Bärschwein. John will die Mauer auf jeden Fall verstärken und lässt sich dafür sogar von den Wildlingen helfen. Und kommt ja recht spät eigentlich, weil in den Büchern macht er das noch, als er Lord Kommandant ist. Ja. Dann besetzt er ganz viele Ruinen der Nachtwache wieder. Also es gibt ja 19 Festungen
der Nachtwache. Genau, nur drei sind besetzt und der besetzt halt auch wieder so fast alle. Ja. Auch mit Wildlingen, mit Männern der Nachtwache und damals auch noch mit Männern von Stannis Baratheon. Ja. Und die Wildlinge werden auf jeden Fall Eastwatch by the Sea bewachen. Das ist die östlichste der 19 Festungen. Ja. Ist es die östlichste? Also, Tom hat gesagt, er geht dahin. Ob die anderen dahin gehen, ist halt die andere Frage. Das ist die östlichste, ja. Genau, das ist die östlichste. Ja. Und Eastwatch by the Sea, auch noch vor dem Ganzen, haben bereits die Wildlinge, und das wissen ja auch viele nicht, die Wildlinge und die Menschen südlich von der Mauer haben gehandelt. Regen Handel betrieben. Manche Stämme. Aber dieser Handel fand definitiv statt und der fand meistens über Eastwatch by the Sea statt. Genau. Ansonsten gibt es einen sehr interessanten Eisenmann, der Kommandant von Eastwatch by the Sea ist. Das ist Cotter Pike. Genau. Sollen wir jetzt alles immer so gleichzeitig sagen? Okay. Die Nachtwache hat hier bei Eastwatch by the Sea auch sogar Schiffe. Das sollte man vielleicht auch erwähnen. Das wissen vielleicht auch viele nicht, dass die Nachtwache auch quasi so eine kleine Flotte hat. Mhm. Damit soll verhindert werden, dass die Wildlinge den Seeweg nehmen. Ja. Und dass die da plündern gehen oder sonst was. Genau. Und, was aber trotzdem immer wieder mal passiert. Die Flotte ist ja damals auch vor Hartheim. Ja. Da hat die geankert, um die Wildlinge abzuholen. Auf jeden Fall sind die Wildlinge also jetzt quasi Brüder in der Nachtwache. Und dann kommt es in diesem Rat, in dieser Versammlung zu einem sehr interessanten Disput, nämlich was die Karstarks angeht. Es ist quasi diese Ironie des Schicksals, weil der Tormund dann sagt, looks like we are the Night's Watch now. Ja. Die sind eigentlich zu dem geworden, was sie jahrhundertelang bekämpft haben. Ja. Und das wird ja auch schon mal vorher gesagt, dass die Wildlinge oder das freie Volk einfach nur nicht Glück hatten, auf der richtigen Seite der Mauer geboren worden zu sein. Genau, denn als vor 8000 Jahren Brandon die Mauer gebaut hat, gab es halt Menschen des Nordens, die ganz normale Bürger waren, die dann nördlich der Mauer geblieben sind und die sind halt über die Jahrtausende dann zu den Wildlingen geworden. Genau. Und haben da auch noch sehr lange, und ich glaube sogar teilweise auch noch, wird da immer noch die alte Zunge gesprochen. Genau, von manchen, also von den Riesen, die sprechen das noch, und von manchen Wildlingen. Genau. Ansonsten kommt es dann zu einem interessanten Disput, nämlich was die Karstarks und die Ambers angeht. Und ich fand schon immer in Game of Thrones sehr interessant, dass es ausgerechnet die Karstarks sind, die den Norden verraten haben, also quasi die Starks und zu den Boltons gehalten haben. Denn die Karstarks sind eigentlich sehr enge Verwandte der Starks, was man ja schon am Namen erkennt. Nochmal kurz die Geschichte aufgehört. Ich glaube, ich habe die in den Thronewicks schon oft erzählt. Aber bei einem vorherigen Aufstand der Boltons hat ein gewisser Carlon Stark sich extrem ausgezeichnet im Kampf und er hat eine ehemalige Siedlung Burg der Boltons bekommen im Nordosten von Winterfell und das wurde dann langsam zu Carlons Hold, dann zu Carhold. Ja, es ist am Ende war es Carhold und das Haus, das er da gegründet hat, waren die Karstarks. Also man kann eigentlich schon sagen, dass also gerade im Norden ist so die Loyalität zum Haus Stark immer sehr groß gewesen, aber gerade durch das Blut ist das bei Haus Karstark besonders stark. Genau. Und hier kommt es zu einem ganz offenen Disput zwischen Sansa Stark und Jon Snow. Genau. Oder Jon Stark, wie ich ihn gerne auch nenne. Ja, sorry. Auf jeden Fall geht es darum, dass die Häuser, die die Starks verraten haben, nämlich die Ambers und die Karstarks, dass sie gefälligst ihre Burgen zu verlieren haben und stattdessen das Häuser bekommen, die im Loyal Norden waren. Loyal waren, genau. Aber Jon sagt, ich werde nicht ganze Familien dafür bestrafen, dass ein paar Individuen. Er wird nicht die Söhne für die Taten der Väter bestrafen. Genau, denn diese Burgen sind halt seit Generationen und Jahrhunderten im Besitz dieser Häuser. Und nur weil ein paar Leute sich auf die falsche Seite gestellt haben und falsch gehandelt haben, werden nicht die Söhne dafür bestraft werden. Ist auf der einen Seite interessant, weil es ist klar, dass Jon diese Position verfolgt, denn er ist selbst ein Bastard. Ich meine, das kommt in der Serie auch schon gut rüber, bei den Büchern ist es halt meiner Meinung nach noch viel intensiver, noch viel krasser, wie viel Hass Catelyn gegenüber Jon empfindet. Ja. Also in den Büchern ist das ja ein waschechter Hass. Also man merkt es in der Serie auch schon. Man merkt es in der Serie auch schon, dass da ein gewisses Missgunst ist, aber die Figur wird ja schon sympathischer gemacht, also Catelyn Stark. In den Büchern ist es teilweise echter Hass, den Catelyn für Jon empfindet. Und Jon wird da für Dinge von seiner Ziehmutter, also von Catelyn, für Dinge gehasst, die er nie getan hat. Einfach nur, also für die er überhaupt nichts kann. Ich krieg schon Gänsehaut, wenn ich nur dran denke, es gibt diese tolle Szene in der dritten Staffel. Ja. Wo Catelyn Stark dann sagt, dass ihr so vieles Schlechtes passiert ist. Ja. All because I couldn't love a motherless child. Ja. genau. Und
Auf jeden Fall, dann ergibt ja auch Sinn, dass John so entscheidet und so handelt. Und ich habe mir noch überlegt, wenn tatsächlich John auf Daenerys trifft, und darauf läuft das ja ziemlich hinaus, dann könnte John vielleicht auch mit dieser Logik argumentieren. Denn Daenerys' Vater, König Aerys, der irre König, Aerys der Zweite, hat einst im Rahmen, also ich versuche das nochmal ein bisschen verständlicher zu machen, Daenerys' ältester Bruder, Rhaegar, der bei Serienbeginn schon längst tot ist, der hat Lyanna Stark gekidnappt, entführt, die Schwester von Eddard Stark, die mit Robert Baratheon verlobt war, und im Rahmen dessen durch Verhandlungen, also der Vater von Eddard Stark sollte Verhandlungen führen mit diesem König Aerys, und im Rahmen dessen dieser ganzen Geschehnisse sind auf jeden Fall Eddards Bruder und Eddards Vater von König Aerys brutal ermordet worden. Ja. Und Daenerys und die Targaryens dürften alleine dadurch schon im Norden sehr verhasst sein, und wenn Daenerys jetzt tatsächlich nach Westeros rübersegelt von Drachenstein aus, dann könnte es sein, dass sich verschiedene Häuser des Nordens auch gegen Daenerys stellen. Vielleicht argumentiert Jon dann genau wieder mit dieser Logik. Das ist Daenerys, nicht Aerys. Ich werde nicht Daenerys für die Sünden ihres Vaters bestrafen. Oder vielleicht haben wir auch die Situation wie bei den Eroberungskriegen, dass damals gab es ja das Feld des Feuers, wo ja House Lannister und Tyrell, House Lannister und House Gardner quasi abgemurkst wurden, und dann hat der König des Nordens, Torrhen Stark, hat vor Aegon Targaryen gekniet und ist dann in die Geschichte als der kniende König eingegangen. The King Who Knelt. Vielleicht können sich das auch wiederholen. Dass Jon sich vor. Ja, dass er halt die weise Entscheidung trifft und halt nicht Bock hat, dass der komplette Norden von den Drachen verbrannt wird. Kann natürlich auch sein, dass es Bescheidenheit, dass Jon lernt, für das Beste des Nordens. Ich meine, der Norden ist ja ein sehr stolzer Teil der Sieben Königslande. The King Who Knelt zu heißen, der kniende König, das ist kein Kompliment. Nee, gar nicht. Obwohl es das Beste ist für den gesamten Norden. Es könnte sein, dass Jon sich damit das letzte große Opfer vielleicht eingehen muss. Kann natürlich auch sein, wäre auch eine schöne Handlungsentwicklung. Ansonsten, während dieser öffentliche Disput zwischen den Stark-Kids passiert, steht da einer am Rande und freut sich darüber. Hat so ein verschmitztes Grinsen im Gesicht, nämlich Peter Baelish. Kleinfinger, genau. Littlefinger, genau. Der will ja einen Keil zwischen die beiden treiben. Ja, auf jeden Fall spricht John ein Machtwort und zeigt, dass er wirklich in der Lage ist, gut zu regieren. Und Ned Amber und Alice Karstark werden vorgerufen. Das ist halt auch interessant. Diese beiden Kinder, die Väter, sind wahrscheinlich alle im Battle of the Bastards. Also oder? Es wird ja auch gesagt, dass Small John Amber gestorben ist. Und auch Harold Karstark, das haben wir jetzt nicht gesehen onscreen. Ja. Aber es ist halt relativ klar, dass die in der Schlacht der Bastarde gestorben sind und dass das jetzt diese Kids die neuen Anführer des Hauses sind. Ja, vor allem das ist ja, es sind inzwischen drei große Häuser des Nordens werden von Kindern geführt, was ja auch zeigt, was für verheerende Auswirkungen der Krieg der Fünf Könige hatte. Definitiv. Ja. Und was auch super interessant ist, ist Alice Karstark kommt ja auch in den Büchern vor. Die hat da einen Bruder, der heißt Harryon Karstark, und der ist eigentlich der Lord von Carhold, aber der ist in Jungfernteich gefangen, weil er im Krieg der Fünf Könige halt gefangen genommen wurde. Und sie heiratet daraufhin Sigorn, das ist der Magna der Tens, und somit gründet sie ein neues Haus, das Haus Ten. Ja. Also die Fen. Und das ist dann ein ganz neues Haus, und so will sie dann quasi wieder Anspruch auf Carhold erheben, ohne den Umweg über ihren Bruder zu nehmen, der ja Gefangener geworden ist. Ja. Und, Fun Fact, in den Büchern hat Alice Karstark mit Robb Stark und mit Jon Snow getanzt. Echt? Ja. Oh, das wusste ich nicht. Gut, was ich aber noch interessant fand, die Amber sind ja berühmt für ihre Langschwerter, für ihre gigantischen Schwerter. Ja. Und Ned Amber, dieses kleine Kind, dieser 13-jährige Junge oder wie alt auch immer der sein mag, hat auch ein sehr, sehr großes Schwert Das ist sogar exakt das Schwert. Das ist das von Small John Amber, das auch im Battle of the Bastards eingesetzt wurde. Es ist aber auch das Schwert, das gezogen wird bei der Szene, in der sich der gesamte Norden, Robb Stark, King in the North, von Groß John Amber. Von Great John Amber, genau.
John sagt dann auch einen wichtigen Satz. Yesterday's wars don't matter anymore. Also, was auch immer mit den Boltons abging, was auch immer im Krieg der Fünf Könige abging, all das spielt keine Rolle mehr. Jetzt müssen neue... Es geht ums nackte Überleben. Feindschaften müssen einfach beiseite geschoben werden, begraben werden. Es geht nur zusammen, kann man gegen die Bedrohung aus dem Norden... Vor 8000 Jahren haben sich die ersten Menschen auch mit den Kindern des Waldes zusammengeschlossen. Genau. Obwohl die sich nicht ganz so sehr mochten. Ja. Und die Kinder des Waldes haben ja auch die Weißen Wanderer geschaffen. Von daher ist das Ganze ja auch nochmal... Spoiler. Reden über das ist ein Witz, ja. Gut. Amber und Karstark schwören auf jeden Fall erneut die Treue. Hoppala. Genau. Dann sehen wir... bist du fertig? Ja. Dann sehen wir eine Totale von Winterfell. Und wir sehen, dass ein Heerlager vor der Burg ist. Also das kann gut sein, dass Versammlung. Das Wildlinge sind, aber auch die Ritter des Grüntals. Ja, oder die sich wahrscheinlich einfach, super freuen. Könnte das nicht auch einfach, das auch, klar, aber das könnte ja auch einfach sein, dass das auch die verschiedenen Häuser sind, die da nach Winterfell gekommen sind und da mit ihren Einheiten vielleicht stehen einfach. Ich meine, es werden ja nicht alle in Winterfell drin Platz haben können. Und ich glaube, ich kann mich nicht richtig dran erinnern, aber ich glaube, man sieht hier zum ersten Mal den Götterhain richtig. So. Ja, tut mir, Ich gar nicht drauf geachtet. Also ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, man sieht zum ersten Mal, wie sich dieser Götterhain an die Burg anfügt. Ja. Ansonsten reden dann da in Winterfell Jon und Sansa miteinander. Sie reden über ihren Disput. Und Sansa vergleicht Jon sogar mit Joffrey. Ja. Entschuldigt sich aber quasi dafür. Genau, sie entschuldigt aber warum sich zur Hölle? Wie kommt man darauf? Das war vielleicht so eine Momententscheidung von ihr, das zu tun, aber... Sie war früher so oft naiv, wahrscheinlich will sie einfach nur diesmal 100% sicher gehen, weil die halt so viel Scheiße mitgemacht hat. Genau, aber sie schaffen es dann wieder, sich miteinander zu versöhnen. Und es fällt auch ein Satz. Sie sagt ja irgendwann mal bla bla bla, aber, und dann sagt John: Everything before but is bullshit. Horseshit. Horseshit, okay. Und das gleiche Zitat hat in der ersten Staffel Benjen Stark zu Tyrion gesagt, an der Mauer. Ja. Also dann kann man alles, was man vor einem Aber sagt, ist Das ist halt so schön, diese kleine Welt, wenn man halt weiß, dass Eddard Stark mit Benjen Stark zeitweise aufgewachsen ist und das dann wahrscheinlich öfters mal zu ihm gesagt hat. Genau. Und das ist ganz schön, sowas zu hören, dass sich auch auf die erste Staffel nochmal bezieht. Ja. Und auch wenn Sansa ihn gleich dumm nennt, sieht man allerdings auch, wie sehr Eddard die beiden geprägt hat und was für einen riesigen Einfluss der Mann auf seine Kinder hatte und auch auf den gesamten Norden. Man sieht auch Sansa, die John geht voraus und Sansa zieht ihn am Arm sogar zurück. Das zeigt allein dieser kleine Move zeigt schon, was für ein unglaubliches Selbstbewusstsein sie mittlerweile gewonnen hat. Sie ist schon lange nicht mehr dieses kleine verunsicherte, ängstliche Mädchen und sie kritisiert sogar ganz offen ihren Vater Eddard. Ihren Bruder Rob, und sagt, dass sie sie geliebt haben, aber dass er politischer und schlauer handeln soll als die beiden. Und dass John öfter auf sie hören soll. Ja, vor allem, weil John halt wirklich sehr stark nach Eddard kommt und halt wirklich auf dieses Ehrgefühl pocht. Und das könnte ihn halt den Kopf kosten. Aber da sieht man auch, wie sehr King's Landing, also Königsmund, Sansa geprägt hat. Denn Sansa erinnert vor allem in diesen Szenen sehr stark an Cersei. Und John sagt das ja auch, dass Sansa Cersei ein wenig bewundert und sie sagt, dass Cersei durchaus eigene Charaktereigenschaften hat, die bewundernswert sind. Und ich weiß nicht, ob du darauf geachtet hast. Hast du mal auf die Haare geachtet? Sansa trägt exakt dieselbe Frisur wie Cersei in den ersten Staffeln. Diese langen Haare mit diesem geflochtenen oben links und oben rechts. Das ist exakt dieselbe Frisur wie Cersei. Ja, und John fragt sie ja dann auch, ob sie sie bewundert. Ja. Und hab ich gehört, wie gesagt. Sansa sagt ja dann, sie hat schon einiges von Cersei gelernt. Einfach wie man innerlich erstarkt und sich gegen jegliche Widerstände erstarkt. Und wie man sich gegen jegliche Umstände wie man sich diesen Umständen widersetzt. Ja. Und ich meine auch, gerade was du gesagt hast mit Königsmund, Königsmund ist ja quasi auch die inoffizielle Hauptstadt der Lügen. Ja. Und Jon war die ganze Zeit im Norden und da lügt man nicht. Ja. Also nicht wirklich. Politik findet in King's Landing sehr viel statt und sie sagt ja, er soll politischer und intelligenter handeln. Ja. Also nicht immer so wie der Vater, der immer nur pflichtbewusst und loyal war und was ihm letzten Endes dann auch irgendwie seinen Kopf gekostet hat. Ein Rabe aus Königsmund kommt aus dieser Hauptstadt und Cersei sagt, dass Jon in die Hauptstadt kommen soll, sonst wird er als Verräter angesehen und sie nennt ihn sogar in diesem Brief Rebell und Bastard. Das ist ja auch ein klarer Affront. Genau. Affront. 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 Ja.
Ja. Willst du noch irgendwas sagen? Achso, ja, Sansa sagt dann halt nochmal, dass man sich wirklich auch auf den Süden konzentrieren muss. Weil ja. Sie weiß halt ganz genau, wenn sich jetzt Jon wirklich nur um quasi die wichtigsten Probleme kümmert, dann kann es halt ganz gut sein, dass aus dem Süden irgendwie irgendwas kommen könnte. Weil Cersei ist ja ein hinterfotziges Biest, sag ich mal so salopp. Ein verrückt gewordenes Biest, ja. Genau, und Cersei hat ein Kind verloren und sie denkt, dass Sansa die umgebracht hat. Da wird auf jeden Fall noch irgendwas kommen. Cersei hat was nochmal? Sorry, ich bin gerade Gedanken. Cersei meint ja, dass Joffrey von Sansa mit vergiftet wurde. Ach so, dass sie quasi auch mit dran schuld dran ist. Und jetzt ist Sansa im Norden so groß auch mit am Herrschen, sag ich mal. Und da wird auf jeden Fall noch irgendwas kommen. Ja. Weil ich glaube nicht, dass Cersei eine sehr vergebende Frau ist. Nein, ganz und gar nicht. Und dann kommen wir auch schon zu Cersei. Und noch eine Sache. Okay, dann kommen wir doch nicht zu Cersei. Sansa hat ja damals auch schon vor der Schlacht der Bastarde zu Jon gesagt, dass sie weiß, wie Ramsay tickt und dass Ramsay Spielchen spielt. Und Jon meint halt einfach nur, ja, er kämpft jetzt. Mhm. Und ohne Sansas Hilfe hätte er die Schlacht der Bastarde. Das stimmt. Einfach sowas von verloren. Aber darauf kommen wir ja noch zurück. Cersei lässt auf jeden Fall dazu sollten wir vielleicht noch sagen, dass ja Sansa auch mit Peter Baelish so Mittel der Gegebenheiten von Königsmund, von der Hauptstadt genutzt hat und mit Peter Baelish die Soldaten des Grünen Tals für sich gewonnen hat. Das war ja Peter Baelishs genialer Schachzug. In Anführungszeichen, weil es war ja wirklich genial, aber halt auch sehr böse, Lysa Tully einfach runterzustürzen, sie zu ermorden und quasi damit der Lord von Hohenehr zu werden. Mit dieser Armee konnte ja Sansa Jon helfen in der Schlacht der Bastarde und quasi die Schlacht entscheiden. Ja. Dann kommen wir tatsächlich nach King's Landing, nach Königsmund. Cersei lässt eine Karte von Westeros malen. Also ganz ähnlich wie die bemalte Tafel in Drachenstein. Genau. So das Pendant. Quasi jetzt haben beide Seiten so ihren großen Schlachtplan. Genau, das benutzt man ja im Krieg. Einfach um das alles zu visualisieren. Genau. Jaime hält das allerdings erstmal für Quatsch. Also Cersei bereitet sich ganz offensichtlich auf einen Krieg vor. Und was ich auch in der Szene erstmal am Anfang ganz interessant fand, war, ist, dass Cersei offen ausspricht die Frage, ob Jaime Angst vor ihr hat. Ja, aber auch, sie fragt ja erst, ob er böse auf sie ist. Ja. Aber scheint nicht so den Anschein zu haben. Ist halt, ich glaube, ich weiß nicht, hat er Angst vor ihr? Ich glaube, er hat nicht direkt Angst vor ihr, er hat nur Angst davor, was sie tun könnte. Ja, genau, zu was sie wird. Ich meine, es ist ja eine große Vermutung, die ich auch persönlich für sehr wahrscheinlich halte, dass Jaime eines Tages seine ehemals geliebte Schwester töten wird und dass er quasi nicht nur Kingslayer wird, sondern auch der Queenslayer. Und dass diese Prophezeiung, die Cersei prophezeit wurde, quasi nicht durch Tyrion erfüllt wird, sondern durch Jaime. Genau. Ja. Also es spricht sehr vieles dafür. Was mir aber auch hier aufgefallen ist, bereits angedeutet, dass ein Keil zwischen den beiden ist. Was mir auch aufgefallen ist, dass Jaime hat ja anfangs immer das Outfit der Königsgarde, dann in der letzten Staffel das Outfit der Lannisters. Mhm. Und jetzt trägt er dieses schwarze Oberteil oder dieses schwarzen Leder. Wams, genau. Ja. Und das erinnert mich sehr stark an Tywin Lannister. Ja, stimmt, er wird mehr sein Vater. Vor allem, weil jetzt Kevin Lannister auch weg ist, ist er jetzt das Oberhaupt des Hauses Lannister. Genau. Und verfügt über die Mittel. Aber wo du sagst, er trägt schwarz, jeder trägt schwarz. Ja, inzwischen schon, Mittlerweile trägt jeder schwarz. Also vor allem bei Cersei merkt man das ja, dass die anfangs immer diese weiten Ausschnitte hatte und inzwischen wirklich hochgeschlossen und noch schwarz. Genau, auch sehr militaristisch aussieht und sehr streng. The Black Queen. Und vielleicht ist das Schwarz auch einfach nur ein Foreshadowing darauf, also ein Vorausdeuten darauf, dass ganz viel Tod über Westeros einbrechen wird. Als ob nicht schon genug Tod über Westeros sein. Es werden, glaube ich, noch mehr kommen. Cersei hasst Tyrion mehr denn je, vor allem jetzt, da Tyrion Daenerys' Hand ist. Und Cersei glaubt ja offensichtlich noch immer, dass Tyrion und Sansa Joffrey umgebracht haben in einem. Und Jaime hat zwar gesagt, dass er auch seinen Bruder töten würde, aber ich glaube da nicht wirklich dran. Mhm. Und sie versucht ja bei ihm immer noch, Tyrion noch weiter so in den Dreck zu ziehen und Hass gegen ihn zu schüren. Genau. Dabei war es ja gar nicht Tyrion, der Joffrey umgebracht hat, sondern Peter Baelish zusammen mit Olenna Tyrell. Aber da ging es ja eher darum, dass Tyrion Tywin umgebracht hat.
Das auch, ja, klar. Und das ist ja wirklich passiert. Ja. Aber auch, sie hat gesagt ja auch, dass er ihren ältesten Sohn vergiftet hat. Ja. Und das hat der ja gar nicht. Den Vater hat er getötet, und zwar beim Scheißen. Ja. Dann reden sie tatsächlich über Drachenstein und Cersei sagt auch die Sätze aus dem Trailer. Es gibt Gegner im Osten, nämlich Daenerys, die von Drachenstein aus Westeros angreift, genau wie Aegon I. Dann gibt es Gegner im Süden, denn wir wissen ja, dass in Dorne oder Dorne sich die Ilaria Martell und die Sandschlangen mit den Tyrells verbündet haben und Dorne quasi für sich eingenommen haben und jetzt quasi vom Süden aus angreifen möchten wahrscheinlich. Dann gibt es Gegner im Westen. Denn da sind ja quasi in der Weite, in Reach, die Tyrells. Und es gibt Gegner im Norden, denn der gesamte Norden steht ja gegen sie und hinter dem König im Norden. Also es gibt Gegner überall. Wobei, genau. Gegner im Norden, also sie meint wahrscheinlich Haus Stark und die Häuser des Nordens, aber in Wahrheit sind halt die weißen Wanderer, die waren Gegner im Norden. Ich habe jetzt noch den Ultra-Easter-Egg-Fun-Fact. Was denn? Mini-kleine Anmerkung. Man sieht ja so ein Close-Up von Drachenstein und man sieht ja auch so ein bisschen drumherum, was da noch ist. Man sieht eine Stadt im Norden, die heißt Dairdan. Mhm. Und eigentlich schreibt man die in den Büchern mit Y. Ja. Und das heißt eigentlich Rook's Nest. Es heißt nicht Rook's Nest, sondern Rook's Rest. Rook's Rest, stimmt. Ja. Es ist Krähenruh auf Deutsch. Ja. Ja. Wow, die haben ich habe Fehler entdeckt, geil. Ja. Oder die haben es halt für die Serie abgeändert. Ja, genau, ne? Können natürlich auch sein. Ja, auf jeden Fall. Achso. Ja, wir kommen hier wieder. Winter ist hier. Also wirklich jeder, in jeder Szene kommt irgendwie das Motto der Starks in irgendeiner Weise vor. Also, ja. Oder abgeben dann halt, dass der Winter jetzt da ist. Genau. Ansonsten ist interessant in der Szene, dass Jaime ständig für Cersei den Reality-Check macht. So immer wieder vor Augen hält, wie die Realität eigentlich aussieht. Jamie sagt, dass sie ohne die Weite und auch die Tyrells gar keine Chance haben, denn die Tyrells haben ja die großen Kornkammern. Die Weite ist ja so die Kornkammer von Westeros. Sie brauchen Nahrung, um die Soldaten zu füttern. Die Tyrells haben außerdem ein riesiges Heer und die Tyrells sind äußerst reich und mächtig. Also Jamie schlägt vor, dass Cersei es irgendwie wieder schafft, die Tyrells auf ihre Seite zu ziehen. Wie das gehen soll, ist eine andere Frage. Ah, ja, aber sie sagt ja schon, dass sie nicht glaubt, dass die Tyrells an der Seite von Unbefleckten und Dothraki zusammen kämpfen werden. Weil das habe ich mir schon die ganze Zeit so gedacht, so wird wirklich jedes Haus in der Weite, bloß weil Olenna Tyrell ihre Rache haben will, hinter denen stehen und sagen, ja, wir kämpfen jetzt mit Dothraki, mit der Chance drauf, dass nach dem Krieg diese Dothraki einfach weiter plündern oder so. Und ich glaube, da kommen dann noch so Leute wie Randall Tarly ins Spiel, weil der Typ ist kein Sympath und ich glaube, der hasst ja auch schon Wildlinge. Ja, der hasst Wildlinge, der wird auch Dothraki hassen und der ist quasi die militärische Macht in der Weite. Ja. Der befehligt das stärkste Heer und ist einer der größten Befehlshaber in ganz Westeros. Der hat ja auch damals im Robert Baratheon die einzige Schlacht gegen Robert Baratheon gewonnen. Die, also stimmt. Die einzige Schlacht, die Robert Baratheon verloren hat. Da musste Robert fliehen. Genau. Ja. Und kam in Schnellwasser oder sowas. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sich da auch noch... War Schnellwasser? Ist Robert dann nach Schnellwasser geflogen oder wo ist der hingeflogen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht mehr. Aber auf jeden Fall ist er dann in der Stadt geflogen. Und geil ist halt auch, dass... also eventuell schafft es Cersei tatsächlich, die Tyrells wieder auf ihre Seite zu ziehen, selbst nachdem sie Mace Tyrell und Laura Smite Tyrell und Marjorie Tyrell umgebracht hat. Vielleicht nicht die Tyrells, aber vielleicht die anderen Häuser der Weite. Und sie sagt dann, I'm the Queen of the Seven Kingdoms und dann gibt es ja wieder, wie du gesagt hast, den Reality-Check. Ja. Three Kingdoms at best. Genau. Und das werden wahrscheinlich die Westlande, weil da die Lannisters herrschen, die Kronlande, weil sehr King's Landing, King's Landing liegt da und die Sturmlande, würde ich sagen. Ja, so der da, wo die Baratheons quasi herkommen. Auf jeden Fall. Oh ja, dann haben wir nämlich hier wieder eine schöne Parallele zum Dritten Reich. Weil sie ja sagt, wer auch immer gewinnen wird eine Dynastie gründen, die 1000 Jahre besteht. Ja. Das erinnert mich ja sehr an das tausendjährige Reich. Ansonsten steht Cersei da auch auf dieser Karte auf The Neck. Quasi, was der Hals heißt. Das ist der Teil, der den Norden quasi vom Rest des Kontinents abtrennt. Das ist halt, da gibt es halt diese Interpretation, die wir auch schon mal gebracht haben bei einer Analyse, dass sie quasi dem Reich den Hals zuschnürt. Ja. Und dann gab's auch noch, dass Jamie auf den Fingern steht. Jamie steht gar nicht auf den Fingern. Ja, oder beide Fingern, ja. Er steht neben den Fingern, deutlich, also ein gutes Stück weg von den Fingern. Ja, ich meine, seine normalen Finger sind ja auch weg von ihm, weißt du, bei seiner einen Hand. Wow. Ja, okay, aber die Idee ist halt, dass Jamie da quasi in der Nähe der Finger steht und er quasi die Finger, und quasi vielleicht Cersei eines Tages
er würgen wird. So lautet ja auch die Prophezeiung genau. Von Cersei, dass sie ja. Erwürgt werden wird. Und ich vielleicht wäre es den Machern auch zu offensichtlich gewesen, dann Jaime wirklich direkt auf die Finger ja. Zu stellen. Und sie sagt ja, dass es vielleicht eine tausendjährige Dynastie geben wird. Und ich glaube, das könnte gut sein, weil wenn der Nachtkönig gewinnt, dann wird das wahrscheinlich ein paar tausend Jahre dauern, dass der da an der Macht ist. Allerdings. Dann ist er nicht mehr der Nachtkönig, sondern ja. Der Machtkönig. Wow. Jaime will über Tommen sprechen, denn Tommen hat sich ja umgebracht. Der ist ja aus dem Fenster gesprungen in einer sehr morbiden und witzigen Szene. Genau, und Cersei springt gleich wieder zu ihrem Weinglas. Ja, und hier kommt es zu einem sehr interessanten Satz, ja. Denn Cersei sagt, dass Tommen ein Verräter ist. Ja, dass er sie betrogen hat und dass er sie beide betrogen hat. Genau, und hier sieht man auch, dass in welchen Wahn Cersei mittlerweile verfallen ist, dass sie eigentlich komplett, ich meine, man sagt ja, dass Wahnsinn daraus besteht, dass man Dinge nur noch schwarz und weiß sieht in Extremen, dass man nur noch in Extremen denkt. Und Cersei denkt halt nur noch in Extremen, sie denkt nur noch, also sie teilt Menschen eigentlich nur noch ein in Verbündete und Feinde. Und in dem Moment, in dem Tom sich auf die Seite des Hohen Spatzes gestellt hat und sie auch im Roten Bergfried festgehalten hat und so weiter, egal was seine wahre Motivation war, sie hält ihn für einen Verräter. Sie verliert irgendwie jegliches Menschenverständnis, jegliche Empathie. Sie wird, also in den Büchern wird das meiner Meinung nach noch ein bisschen klarer. Da verliert sie wirklich im vierten Buch, wird das super klar, komplett ihren Verstand. Ja, die hat ja auch die ganze Zeit Angst, die hört die ganze Zeit irgendwelche, die denkt die ganze Zeit, dass Tyrion durch die geheimen Gänge des Roten Bergfrieds ja. Irgendwie durchläuft genau. Und bekommt wirklich die krassen psychotischen Anfälle. Halus und Schizos ja, und genau. Paras. Wir packen die Wörter von vor 10 Jahren aus. Auf jeden Fall sagt Jaime aber das völlig zu Recht, dass sie Verbündete brauchen, da Cersei mit ihrem gesamten Verhalten und ihrer Politik in Anführungsstrichen nur für Feinde gesorgt hat, statt für Freunde. Genau. Was ich noch interessant fände zu wissen ist, inwiefern ist in King's Landing oder allgemein in Westeros bekannt, dass die hohe Septe von Baelor nicht durch einen Unfall oder sowas in die Luft gesprengt wurde, sondern dass es Cersei war. Ist das eigentlich ein Gasleck und eine Gasexplosion? Genau. Aber also, ja, wieso zieht sie da niemand zur Rechenschaft? Aber weil wirklich jeder Angst vor ihr hat. Wahrscheinlich, ja. Weil ich meine, wer jagt schon Tausende von, oder wie viele, Hunderte von Menschen und ja. Die große Septe von Baelor in der Luft, das Zeichen an die Glauben, ja. An die Sieben. Das ist aber auch eine interessante Sache, dass Cersei bereit ist, eben sehr große Opfer einzugehen und wirklich harmlose, relativ unschuldige Menschen opfert, um an Macht zu kommen. Das ist, glaube ich, auch eine Stärke, die sie gegenüber Daenerys hat. Denn Daenerys wird das sicher nicht tun. Irgendwelche unschuldigen Städte niederreißen und Kinder töten, um selber an die Macht zu kommen. Nee. Also wenn, vielleicht wird es noch passieren. Wenn, ist es bei ihr immer halt, dass es, sie pocht ja immer auf Gerechtigkeit. Ja. Sie hat ja auch die Master von Meereen, also die Master von Meereen haben ja 136 Kinder oder sowas mhm. So aufgehangen. Ja. So, nicht gekreuzigt, aber so aufgehangen. Das ist so ein bisschen wie Kreuzigen. Ja. Und das hat sie dann auch mit den Meistern gemacht von ja. Meereen. Und ja, sie hat aus der Sklavenbucht die Drachenbucht gemacht. Das zeigt ja schon, ja. Was für ein Gerechtigkeitsempfinden sie hat. Cersei ruft daraufhin Euron nach King's Landing. Und wie geil ist bitte Pilu Asbeck? Nee, wie geil ist bitte das Flaggschiff von Euron Greyjoy? Da fand ich vor allem geil, also diese Flotte von Euron kommt an, die eiserne Flotte, der Iron Fleet. Die Schiffe bestehen tatsächlich aus sehr viel Eisen. Also das, sind nicht so diese Holzschiffe, die man so kennt, sondern das ist tatsächlich sehr viel Eisen. Also auch dieser Rambock vorne dran. Ja. Und was auf jeden Fall auch auffällt, also ich weiß jetzt nicht, ob das in den Büchern heißt, das Flaggschiff von, oder das Schiff von Euron Greyjoy heißt da Stille oder Silence auf Englisch. Ja. Das ist ja auch dieses Schiff, wo er jedem Mann die Zunge rausgeschnitten hat. Also ja. Das ist deshalb heißt das ja Silence. Mhm. Und wir sehen auch, der hat auch sein eigenes Symbol. Ja. Der hat ja so einen roten Punkt oder so ein rotes Auge auf dem Kraken drauf, ja. Weil er ja auch Krähenauge genannt wird in den ja. Büchern. Dann kommen wir aber tatsächlich in den Thronsaal und dort sehen wir tatsächlich, dass das Wappen, also der Glaube an die Sieben, da Tom ja im Thronsaal diesen siebenzackigen Stern hingeballert. Ich glaube, davor war es, glaube ich, nur so ein buntes Fenster bei Robert Baratheon, bin ich mir aber auch nicht ganz sicher. Ja. Ja, und jetzt ist es der Löwe der Lannisters. Jetzt ist es der Löwe der Lannisters, genau. Und wir sehen bereits Euron Pilu Asbeck, der da sehr schräg steht mit seinen sehr verrückten Klamotten und eben eine sehr charismatische, witzige, leicht verrückte und wendige, schmierige Ratte ist.
Ja, also ich persönlich, ich fand den Anime nicht so cool. Ich fand den verdammt cool. Ich finde, der hat jetzt nicht viel Screen-Time gehabt, aber bisher war bis auf den Mord an Balon, der recht schnell vorbei war, eigentlich nur ein Schwätzer. Ja, klar, das ist okay, so. Er hat diese fucking Flotte gebaut. Ja. Aber trotzdem, ich muss mal den in Aktion sehen. Ja. Irgendwie. Das wird noch kommen, denke ich. Aber ich liebe Pilo Asbæk. Ich finde, das ist ein fantastischer Schauspieler. Der ist ja aus Dänemark. Ich glaube, Dänemark. Ja, das sind Däne. Da kann ich nur empfehlen. A-War. Genau. Ja. Den hast du ja auch auf meinen. Hast du den auf meinen Tipp geguckt? Oder hast du ihn ich habe den auf deinen Tipp geguckt. Genau. Ich habe den nämlich gesehen und da geht es darum, dass in die dänische Armee in Afghanistan, ist es Afghanistan-Krieg? Mhm. Auf jeden Fall, da ist Pilo Asbæk, spielt da ein General, der einen sehr... Also nicht General, also ein Offizier. Ein Offizier, der eine sehr fragwürdige Entscheidung trifft und dafür mit den Konsequenzen zurechtkommen muss. Und dann geht er ins Exil und kommt in Westeros raus. Und das wird zu jung. Aber auf jeden Fall, ich kann wirklich A-War nur empfehlen. Es ist es ist ein verdammt guter, sehr interessanter Kriegsfilm und Gerichtsfilm. Ich habe ja auch noch mal nicht alle Folgen geguckt, ich bin irgendwie noch bei der vierten Staffel, aber in der vierten Staffel kommt es zu einem Moment, weil es ja darum ging, erstmal dass die Kornkammern der Tyrells ja ausschlaggebend sind. Ja. Und jetzt mit der Eisernen Flotte, es gibt ein Gespräch zwischen Tywin und Tommen nach dem Tod von Joffrey, wo quasi Tywin ihn direkt vor dem toten Joffrey wegholt, zu umgarnen, dass er quasi sein Berater wird. Und er ist ja immer noch Hand des Königs. Ja. Und es geht ja auch darum, dass die halt fragen, was zeichnet einen guten König aus? Mhm. Und er fragt dann zum Beispiel, was würdest du machen, wenn ein Haus mit fruchtbarem Land da ist? Würdest du eher das unterstützen oder eins mit einer starken Flotte, das einen später gegen einen gerichtet werden könnte? Ja. Und das ist ja auch so teilweise so ein bisschen gerade die Situation. Ja, klar. Was antwortet Tom darauf? Ach so, Tywin sagt dann, dass er genau für so Sachen halt einen Berater braucht. Ja, okay. Ich verstehe. aber Ewan weist doch etwas Interessantes hin, nämlich, dass sowohl die Lannisters als auch die Greyjoys, die Graufreuds, Verräter in ihren Reihen haben, nämlich Archer und Theon. Auf der Seite von Euron. Auf der Seite von Euron, genau. Das ist die beiden Greyjoys, seine Neffen und seine Neffe und seine Nichte, genau. Die sich quasi gegen ihn gewandt haben und dass Daenerys das eben auch hat mit Tyrion und auch mit Sansa aus dem Norden und mit vielleicht auch Daenerys, wenn man sie als Verräter nehmen will, dass sie sich alle auf jeden Fall zusammengeschlossen haben. Als er sich nähern will, kommt dann, also er will tatsächlich ein bisschen näher kommen an Cersei. Man sieht direkt, dass Cersei in der Königsgarde ein ganz großes Schild hat, eine persönliche Wache, nämlich immer noch Sir Craigor Clegane. Sir Und wir Mountain. Sehen ja auch, dass die komplette oder Robert Kraft, Robert Strong, wie er in den Büchern heißt, dass die Königsgarde ein schönes neues Outfit hat. Ja. Und ich finde, die sehen jetzt alle so ein bisschen aus, vor allem mit diesen Dingen wie so ein Meuchelmörder. Ja. Mit diesem Tuch vorm Gesicht. Vor allem das verdeckt ja auch so quasi die Identität. Ja. Auch noch mehr. Definitiv. Es ist ja auch eine interessante Sache. Ich schreibe gerade tatsächlich für ein Special diese Woche, schreibe ich ein interessantes Skript, wo es auch darum geht, dass das organisierte Böse Gleichschaltung benutzt. Also das haben wir auch schon in unserem Star Wars Star Weeks, genau. Das, gesagt. Also das ist, dass der Untergang der Individualität quasi. Wie soll man das beschreiben? Ich weiß gar nicht mehr genau, wie dieser Punkt war. Uniformität, genau. Dass der Verlust der Individualität das Schrecklichste ist, was einem Menschen passieren kann. So als quasi das symbolische Böse. Und das passiert ja auch hier. Die Königsgarde ist, anfangs ging es noch in den ersten Staffeln extrem darum. Wobei die ja auch da immer die gleichen Uniformen hatten. Ja, aber da haben wir halt den Farbunterschied, weil es ich finde, in der Serie kommt es nicht so durch, aber in den Büchern haben die ja wirklich diese strahlend weiße Rüstung. Aber, und jetzt ist die einfach komplett schwarz. Ja, aber wir wussten auch genau, wer in der Königsgarde ist. Wir wussten, okay, das ist Jaime Lannister, okay, da ist Ser Barristan und so weiter und so fort. Du meinst auch, weil die immer mal wieder den Helm unten genau, haben. Weil die den Helm unten hatten, weil die Worte hatten, diese Königsgarde ist nur noch ein Instrument. Das ist nur noch eine dunkle Masse. Das spielt überhaupt keine Rolle mehr, wer da in der Königsgarde ist. Vor allem, du siehst ja auch obwohl, sie schauen sich die Flotte an von Euron
Und dass wirklich alle sieben Ritter der Königsgarde bei Cersei sind. Genau. Ich meine, früher wurden die ja aufgeteilt, dass dann einer beschützt Tom, einer beschützt Joffrey, einer beschützt Missella. Ja. Aber jetzt sind alle sieben immer bei Cersei, die immer beschützt wird, weil halt auch überall Feinde sind. Nicht nur im Norden, im Osten, im Westen und im Süden, sondern auch in King's Landing, sogar im Roten, in the Red Keep, im Roten Bergfried. Dann spricht Jaime die Greyjoy-Rebellion an. Da können wir jetzt natürlich ein bisschen Hintergrundinformationen liefern. Die ist 289 nach Aegons Eroberung passiert. Das ist etwa jetzt vor etwa 12 Jahren. Sagen wir mal, also in welchem Jahr spielt das Ganze jetzt? Ich meine, die Serie hat angefangen im Jahr 298, hat die Serie angefangen. Aber 300, jetzt, sagen wir einfach 300. Sagen wir mal 300 oder 301 oder sowas. Und im Jahr 289 war die sogenannte Greyjoy-Rebellion, Baelons Rebellion. Es war nämlich so, dass die Greyjoy-Rebellion, ich habe mir das sogar genau aufgeschrieben, damit ich hier nichts falsch mache. Baelon hat sich zum König ausgerufen. Genau. Das war, nachdem Robert bereits König war, so 6 Jahre oder sowas danach. Mhm. Und die gesamten Greyjoy-Brüder haben sich quasi aufgelehnt. Aber diese Rebellion ging letzten Endes schief. Und hier sagt Jaime, dass Euron quasi der Erste war, der die sieben Königslande angegriffen hat, nämlich in Casterly Rock oder Casterly Stein. Lannisport. In den Büchern ist es Lannisport. Aber hier sagt er doch Casterly Stein, oder nicht? Ja, also, das liegt ja direkt nebeneinander. Ja. Genau. Aber da hat er die komplette Flotte der Lannisters abgebrannt. Genau. In den Büchern ist es aber auch, das habe ich nachgesehen, war es Victarion, der das gemacht hat. Euron hat dann nur den Plan. Aber wahrscheinlich ist Victarion, der Serien-Euron, so eine Verbindung jetzt aus Victarion. Da wird halt beides so auf ihn projiziert. Und Euron sagt auch, dass er damals begeistert war von Jaimes Kampfkünsten, die halt im ganzen Reich bekannt sind. Das war wie ein Tanz. Und Jaime weist ihn darauf hin, dass das seine Brüder waren, seine Familienmitglieder zum Teil. Aber er sagt Brüder in der Serie. Ja, und er sagt das, er sagt Kin. Der war ja Kin. Ja, aber Ding wurde ja hier, Roderick und Maron Greyjoy wurden ja auch da getötet. Genau, und im Rahmen dieser in dieser Greyjoy-Rebellion ist auch Fionn an Eddard Stark übergeben worden als Mündel. Mhm. Und deswegen ist halt Fionn Greyjoy, Fionn Graufreud neben Rob und Bran und Rickon und Jon und Sansa und Arya aufgewachsen. Und entschieden wurde das Ganze, was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, bei einer Schlacht in Pike. Das waren Eddard Stark und Robert Baratheon, die und, da zusammen. Außerdem war auch noch Toros von Mir war dabei mit seinem brennenden Schwert. Mhm. Jory Cassell, das erzählt er auch mal in der ersten Staffel, der dann ja auch von Jaime Lannister getötet wird. Ja. Also da war schon die Creme der Creme der Krieger. Ja, genau. Die haben bei einer Schlacht in Pike die Greyjoy-Rebellion niedergeschlagen. Und Euron sagt ja dann, dass er eigentlich froh ist, dass er dann ins Exil geschickt wurde. Mhm. Ich glaube, da sagt er, dass er daraufhin ins Exil geschickt wurde, oder? Weiß ich nicht, warum. Weil in den Büchern wird er ins Exil geschickt, weil er das Weib genau von ihm vergewaltigt hat. Genau, die Frau von Victarion. Victarion musste auch sie töten, um seine Ehre zu retten. Genau. Und Victarion und Euron hassen sich auf jeden Fall. Ja. Aber er sagt auch, dass er halt froh ist, dass er ins Exil musste, weil sonst wäre er nicht zum größten Kapitän der 14 Meere geworden. Ja. Und ich habe mir natürlich rausgesucht, wie diese 14 Meere heißen. Bitte. Das ist die Bleeding Sea, die Hidden Sea, die Jade Sea, die Narrow Sea, die kennen wir ja. Meerenge. Die Poison Sea, Sea of Dawn, Sea of Myrth, Sea of Sights, Shivering Sea, Shrinking Sea, Smoking Sea, Valyria, Summer Sea und Sunset Sea. Ja. Shivering Sea, das zitternde Meer, ist übrigens, darauf bin ich sehr gespannt. Ob das jemals natürlich nicht in Game of Thrones, aber ich bin gespannt, ob es vielleicht in 10 Jahren oder sowas jemals irgendwann ein Spin-off geben wird. Wegen den Eisdrachen. Wegen den Eisdrachen. Weil es da Eisdrachen geben soll. Genau. Ansonsten macht sich Cersei lustig darüber, dass er nicht gerade der Bescheidenste ist, aber das ist sie ja auch nicht. Aber man merkt auch, dass sie amüsiert ist über seine gesamte Art, dass sie irgendwie auch Gefallen an ihm findet. Also ich fand tatsächlich, dass so ein bisschen leicht durchkommt, dass sie ihm vielleicht mal irgendwie vielleicht einen kleinen Handjob unter der bemalten Tafel oder sowas. Das ist schön, dass wir irgendwie gerade in jedem Video irgendwelche Handjobs mit Hunden und mit Finger erwähnen. Genau. Jetzt wollte ich irgendwas sagen, hab's komplett vergessen. Euron sagt auf jeden Fall, dass er im Gegenzug für die Eiserne Flotte sie heiraten möchte und er habe auch noch zwei gute Hände.
was halt natürlich eine Anspielung darauf ist, dass Jaime nicht mehr zwei Hände hat. Ja, und dass halt wirklich jeder weiß, dass Jaime was mit Cersei hat. Genau, das ist sehr klar. Deswegen ist Jaime ja auch so entsetzt, weil er es so offen ausspricht im Thronsaal. Mich erinnert Jaime auch so ein bisschen von seiner Art her, also der ist noch ein bisschen übertrieben, ein bisschen brutaler, erinnert mich an Bronn. Stimmt. Ja. So ein bisschen so von so dieser lustigen, frivolen Art. Ja, und so das immer auszusprechen, was sich sonst keiner traut. Genau. Cersei lehnt aber ab, weil Euron eben kein zuverlässiger Partner ist. Es ist nämlich bekannt, weit und breit, dass Euron Balon getötet hat, seinen Bruder, den König der Eiseninseln. Nicht den König, aber den Lord der Eiseninseln. Da war er noch König. Ja. Ja. Auf jeden Fall, es ist sehr klar, dass also Euron macht ja auch kein Geheimnis draus. Er gibt das offen zu und er sagt, es ist ein unglaublich gutes Gefühl, du solltest es auch mal probieren. Ja. Was halt eben auch nochmal irgendwie andeutet, dass es vielleicht zu einem Todesfall kommen wird, der genau zwischen Cersei und Jaime stattfinden wird. Also dass Cersei vielleicht Jaime platt macht oder Jaime sie. Und jetzt kommen wir zu einem großen Fragezeichen. Ja. Weil Euron will ihr ein Geschenk machen und sie quasi mit dem Geschenk davon überzeugen, dass er sie heiraten kann. Ja. Und jetzt ist halt die große Frage, was ist dieses Geschenk? Ich glaube, es ist ein Penis. Aber das hat er ja schon. Okay, dann bin ich der Meinung, dass er vielleicht, ich meine, er besitzt ja ein Horn in den Büchern. Ja. Mit also, dem man Drachen kontrollieren kann. Genau, das heißt Drachenbinder, das kommt nur in den Büchern vor. Ja. Das kommt auch bei dem Königsting zum Vorschein und damit sollen die Valyrer damals die Drachen kontrolliert haben. Genau. Jetzt ist aber eine Überlegung. Wäre es nicht möglich, dass Euron als Geschenk ihr einen Drachen bringen möchte? Vielleicht, ja. Und vor allem wäre das dann auch so, ich meine langsam, es wird ja auch sehr offensichtlich, dass in Staffel 7 vielleicht Cersei immer stärker wird und ihre Armeen aufbaut. Ja, ich meine, es muss ja irgendwie ausgeglichen werden, weil Daenerys hat so eine krasse Übermacht eigentlich und so viele Verbündete, dass es in irgendeiner Weise noch irgendwie ausgeglichen werden muss, sonst wird es einfach super langweilig. Jetzt stell dir mal tatsächlich vor, da würden Drachen gegen Drachen kämpfen. Wäre das nicht eine schöne Sache? Du meinst wie beim Tanz der Drachen? Wie beim Tanz der Drachen, beim blutigen Bürgerkrieg in Westeros. Ein Video, das wir am Sonntag rausgebracht haben, das ihr euch angucken solltet. Was könnte aber sonst noch ein Geschenk sein, das man Cersei gibt? Eins, was ich für sehr unwahrscheinlich halte, weil George R. Martin gesagt hat, dass er die Figur niemals töten wird, den Kopf ihres Bruders. Tyrion, ja. Vielleicht dass sie Varys oder sowas bringt, dass er vielleicht irgendwie eine Person bringt. Oder vielleicht den Kopf eines Drachen, dass er quasi zeigen kann, dass er Drachen töten kann. Ja. Das ist nicht gerade eine schlechte Eigenschaft, wenn jemand mit Drachen gegen einen ist. Ja, also auf jeden Fall, es wird ein riesiges Geschenk. Wie gesagt, ich vermute mal, dass es ein Drache ist, aber ich bin da sehr gespannt drauf. Es würde halt auch mit diesem Horn in den Büchern sehr, sehr viel Sinn ergeben. Ja, weil es ist ja immer diese Verbindung und das wird ja manchmal so vereinfacht. Ja. Und das wird ja dann, es muss ja nicht mal ein Drachenhorn sein, vielleicht schafft das auch so irgendwie. Klar, aber ich würde mich auch immer ein Drachenhorn freuen. Wir gehen jetzt aber in die zweitgrößte Stadt von Westeros oder in die größte? Ist also größer als King's Landing? Zweitgrößte von der Bevölkerung her, glaube ich. Okay. Aber eine der ältesten, weil das sagt auch schon der Name aus, Old Town oder Altsass. Ja, Altsass. Wir sehen die Schönheit der Bibliothek in Altsass. Und ich muss sagen, ich liebe dieses Thema, also dieses Musikthema von der Citadel. Oder ob das jetzt weiter für Samuel genutzt wird oder nur für die Citadel. Das ist eine gute Frage. Aber ich finde das wirklich, 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 wirklich. Das ist nämlich der Ort, an dem Maester ausgebildet werden. Und wir sehen da auch Sam, der einen sehr langweiligen Alltag hat und eine wunderschöne Montage, die mich so ein bisschen an Edgar Wright? Nicht unbedingt, nee, mich hat es eher an Rocky 4 erinnert. Achso, nee, mich hat es ein bisschen an, weil es halt dieses diese Fast-Cutting, diese Quick-Cuts. Guy Ritchie macht das auch sehr gerne. Auf jeden Fall, wir sehen ständig dieselben drei Elemente in Samuels Leben, nämlich Essen, Scheiße und Bücher. Ja. Essen, Scheiße, Bücher. Aber nicht Bücher lesen, sondern Bücher verräumen. Genau, Bücher wegräumen, Bücher tragen, Bücher einräumen und so weiter. Man sieht, dass der Hohe Turm eben kein Luxus ist, dass es eine schwere Ausbildung ist, eine sehr langweilige. Ja, ich habe nämlich letztes Jahr gesagt, dass ich geglaubt habe, dass die das so gemacht haben, dass in dem Hohen Turm die Citadel drin ist. Aber ich glaube, dass, also auch in den Büchern ist das ein extra Gebäude, also Gebäudekomplex. Also die Citadel, das sind eigentlich mehrere Gebäude. Ja. Ich glaube auch, dass es, weil es im Intro auch so gezeigt wurde, dass dieses, was wir gesehen haben, diese Sonne und sowas, was man auch im Intro immer sieht, diese Sonne am Himmel, dass die auch in diesem kleinen Gebäude ist im Intro. Okay. Also ich glaube schon, dass das nicht im Hohen Turm ist, sondern wirklich ein eigener Komplex. Das muss dann aber auch ein sehr hoher sein, weil diese Bücher ja wirklich sehr weit in die Höhe gehen. Oder sehr tief. Oder sehr tief.
das stimmt. Aber man sieht ja auch, dass Sam zum Beispiel später, sieht man das, nicht in der Citadel wohnt, sondern in einem Gebäude weiter ja. weg davon. Also gibt es noch einige Gebäude. Genau. Auf jeden Fall, ich fand es interessant, in dieser Montage, wie sich langsam so das Essen und ja, die Scheiße sich so vermischen. Also, dass es quasi so wirkt, als wäre das Essen, also irgendwann verwandelt sich das Essen in die Scheiße. Man kann das gar nicht mehr so richtig, es ist so schnell geschnitten und so schnell hintereinander, dass man es das gar nicht unterscheiden kann, weil auch das Essen teilweise aussieht wie Scheiße. Das erinnert mich übrigens, uns hat mal irgendjemand angeschrieben, dass die einen Kurzfilm machen und die nicht wissen, wie man einen längeren Zeitraum, wie man das darstellen kann, dass das ein längerer Zeitraum vergeht. Und ich finde, das ist eigentlich so richtig schön gelöst. Klar, natürlich, auf jeden Fall. Und das ist vor allem, du brauchst nicht viele Shots. Das ist ja theoretisch immer dasselbe. Ja. Auf jeden Fall, Maester sind Universalgelehrte. Das heißt, die müssen irgendwie viele verschiedene Fächer können und lernen. Das und, zeigt sich auch in ihrer Kette. Eben als wenn sie einen Bereich gemeistert haben, spielen sie einen Ring. Genau. Ja. Also jeder Ring steht theoretisch für ein anderes Fach. Genau. Aber das heißt auch, Sam muss halt nicht nur irgendwie sich im Recht auskennen und in der Biologie und so weiter, sondern er muss sich auch um alte alte und Kranke pflegen. Also Heilfähigkeiten. Heilfähigkeiten besitzen. Also die müssen irgendwie alles können. Ja, und das Interessante ist ja, dass die ja zu jeder Burg geschickt werden und der jeweilige Maester auf der Burg muss diesem Lord, ist dem treu ergeben. Ja. Also hat man ja auch gesehen bei den Boltons damals mit Maester Volkan, heißt der, glaube ich, in Winterfell. Volkan, ja. Dass der ihm dann quasi auch gehorchen müsste, obwohl er seinen Lord eigentlich abgestochen hat. Definitiv, ja. Ja, man sieht einfach nur, es ist eine Montage ohne Musik, nur mit bestimmten Geräuschen, die sich immer wiederholen und denselben Bildern, die halt immer irgendwie näher, closer werden und auch immer schneller geschnitten werden. Man sieht einfach, dass das eine unglaubliche Monotonie ist, dass das eben sehr langweilig ist. Dass sich Samuel das komplett anders vorgestellt hat. Dann sieht er aber immer wieder diese wichtigen Bücher hinter einer verschlossenen Tür, hinter einer Gittertür. Also die verbotene Abteilung, sage ich mal. Genau. Das sind Bücher, die für ihn von Belang sein könnten. Und ich finde, da habe ich genau pausiert und mir das ganz genau angesehen. Da sieht man ein Buch. Ach so, das sind irgendwelche Kugeln. Kugeln? Also, ja, es ist ein Sonnensystem. Ja. Es ist die Anreihung der Planeten, beziehungsweise man sieht genau, dass sich die Erde, also das ist eine Vermutung, die ich gemacht habe. Hat sich auch so ein bisschen angesehen, dass halt das eine die Sonne ist und genau. Aber das Interessante ist, dass die Sonne nicht wie bei unserem Sonnensystem, dass sich alles um die Sonne dreht, sondern die Sonne steht rechts am Rand und dreht sich vielleicht. Aber theoretisch dreht sich der Planet, die Erde, entweder um ein Nichts, weil das ist so ein kleiner schwarzer Punkt, oder um einen zweiten Stern. Vielleicht ist es irgendwie ein ganz seltsames ein Sonnensystem mit zwei Sonnen oder zwei Sternen, Fixstern. Es gibt ja auch immer diese Theorien, dass im Intro sieht man ja, dass das ja quasi so eine, ich glaube, das ist eine Dyson-Sphäre. Ja. Dass quasi die Sonne in der Mitte ist und die Erdoberfläche ist quasi in der Innenseite der Kugel. Ja, aber es könnte halt eben auch sein, dass dieser Punkt in der Mitte der Mond ist, also dass sich die Erde vielleicht um den Mond dreht und die Sonne irgendwie noch drumherum. Also auf jeden Fall, das ist plötzlich, das würde halt komplett erklären, ich meine, die Jahreszeiten in unserer echten Welt werden ja von der eigenen Umdrehung auch, also das sind ja die Tage, die Erde dreht sich einmal um sich selbst und einmal um die Sonne ist halt ein Jahr. Und wenn du dann plötzlich zwei Sterne hast, an denen sich ein Planet orientiert, dann hast du halt unregelmäßige Jahreszeiten. Mhm. Und das würde eben ungefähr erklären, warum es so unterschiedliche Winter gibt. Manchmal hält ein Winter eben nur ein paar Monate und manchmal hält ein Winter in der Geschichte von Game of Thrones 8 Jahre. Generationen, genau. Oder Jahrzehnte. Also das ist vielleicht die erste Erklärung, warum es unregelmäßige Jahreszeiten gibt. Ich fand, das ist ein sehr interessantes Bild. Das ist echt Bild. Interessant, ja. Falls es irgendwelche Astronomen da draußen gibt, die, jetzt will ich nicht Astrologen mit Astronomen verwechseln, Astronomen. Falls es Astronomen da draußen gibt, die sich da wirklich auskennen, im Gegensatz zu einem Trottel wie mir, dann schreibt das doch bitte in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen, dass da jemand wirklich sich mal mit Ahnung hinsetzt und da seine Vermutungen anstellt. Wie gesagt, ich glaube, dass es verschiedene Sonnenphasen, also dass sich die Erde da um den Mond dreht und die Sonne rechts vielleicht sich auch noch bewegt oder irgendwie da als Fixstern steht. Ich weiß es nicht genau. Also bitte korrigiert mich eventuell in den Kommentaren oder schreibt mal eure Meinung. Aber wie gesagt, meine Vermutung ist, dass es eine ungefähre Erklärung dessen war, wie die unregelmäßigen Jahreszeiten entstehen. Ja, vielleicht ist das auch so, dass quasi diese lange Nacht, dass sich das
wirklich vielleicht alle 8000 Jahre wiederholt. Kann natürlich sein. Wenn die Erde und diese Sonne da und der Mond oder was das auch immer sein soll, in einem bestimmten, in einer bestimmten Stellung sind. Konstellation befinden, dass dann die lange Nacht eintrifft. Übrigens, Fun Fact, ich bin im Oktober in Spitzbergen. Ich werde die Polarnacht erleben, wo es den ganzen Tag über nicht hell wird. Kein Video ohne Alperfett im Urlaub. Gut, dann haben wir zum Wir bleiben nächsten. In Old Town. Ja. Wir sind zu einer Leiche. Zu einer Autopsie. Ja. Und dann haben wir eine neue Figur, den guten Erzmeister Ambrose. Ja. Der wird von Jim Broadbent gespielt. Gangs of New York. Fun Fact, ja. Dieser Jim Broadbent hat bei Harry Potter auch schon mal einen Professor gespielt. Ja, auch der in der Bibliothek, ne? Der auch von Tom Riddle gefragt wurde, ob er auch in den Schlüssel oder in die verbundene Abteilung gehen darf. Ja, gut. Also ist Samuel Tom Riddle. Ja. Also wieder zu Voldemort. Okay, Sam assistiert... Das ist meine neue Fantheorie. Wow. Sam assistiert bei einer Obduktion, heißt das, ne? Autopsie. Oder Autopsie. Eine Autopsie, also auf jeden Fall die Leiche wird wegen Forschungszwecken einfach mal gewogen und ausgemessen und so weiter. Und der Archmeister redet über Master Wayland, der da anscheinend liegt, der wohl eine Trinkerleber hatte und ein echter Alkoholiker war. Mhm. Und er sagt auch, es ist der Fluch der Menschheit. Ja, sehr interessanter Dialog. Wir sehen ja auch, dass dieser Erzmeister, der ist ein Mann der Wissenschaft. Ja. Also ich finde, bei vielen Maesters kam das bisher nicht so durch, aber das ist wirklich ein Mensch, der rein logisch denkt, der dann auch sagt, die einfachste Erklärung dafür ist, dass du die Wahrheit sagst. Dass du die Wahrheit über die Weißen Wanderer sagst. Ja, also und, es ist ein Mensch, der sehr logisch denkt. Ja. Weil es ja, das haben wir auch schon hin und wieder erwähnt, oder glaube ich sogar in unserem Vorgeschichte-Video, dass es halt in den verschiedenen Kulturen ganz viele Parallelen gibt. Es gibt zum Beispiel den letzten Held, es gibt Aso Ahai, es gibt hier, also Aso Ahai hat auch verschiedene Namen, Hirkun der Held, Eldrick, Schattenjäger, Yinti und Neferion. Das ist quasi für eine und dieselbe Person oder für mehrere Personen, die daran teilgehabt haben, dass die lange Nacht beendet wurde und die Weißen Wanderer geschlagen wurden, dass das in viele Kulturen bloß unter anderem Namen oder unter anderen Umständen eingegangen ist. Ja. Und, Fun Fact, dieser Ambrose hat in den Büchern eine gemeinsame Vergangenheit mit Qyburn. Weil Ambrose ist ist quasi eine Koryphäe, was Heilkunst angeht. Mhm. Und Qyburn wollte quasi gleich aufkommen und hat dafür angefangen, an lebenden Menschen rumzuschnibbeln, was er auch in der Serie schon gesagt hat. Ja. Und ist deshalb ja von der Citadel ausgeschlossen worden. Und jetzt hilft der Cersei dabei, ihre schrecklichen Taten zu vollziehen. Aber der Archmeister sagt eben, dass die Geschichten der langen Nacht zum Teil stimmen müssen, genauso wie die Worte von Sam. Also er ist tatsächlich der Erste in der Citadel, der ihm zu glauben scheint. Sam sagt sogar, dass der Archmeister südlich der Zwillinge der Einzige ist, der ihm glaubt. Denn nördlich der Zwillinge im Norden glauben das eben viele. Die Citadel ist etwas Besonderes, sagt der Erzmeister. Die Citadel ist die Erinnerung des Reiches, quasi das Hirn des Reiches. Ja. Aber er glaubt halt auch nicht so wirklich dran, dass diese lange Nacht wirklich so gefährlich sein kann, weil er ja sagt, every winter that ever came has ended. Genau, jeder Winter, der bisher kam, hat auch geendet. Also der Erzmeister ist da optimistisch und deswegen muss Sam weiter putzen. Er darf also nicht hinter diese verschlossenen Türen. Aber Sam behilft sich einfach. Genau, er klaut. Seiner Klaufähigkeit. Und dafür könnte er wahrscheinlich aus der Citadel fliegen, aber der Zweck heiligt die Mittel bekanntermaßen. Ja. Vor allem, ich glaube sogar, dass sowas eher, weil er nach Wissen strebt und Maester streben ja nach Wissen, dass sowas eher als ein kleineres Vergehen gehandelt werden könnte. Kann sein, weil er ja wirklich aktiv lernen will und dafür ist man ja in der Citadel. Ja. Vielleicht kommt man auch nur so aus diesem Novizenstatus raus, wenn man wirklich... Ja. Versucht so, sich das Wissen selbst anzueignen. Das stimmt. Sam klaut ein Buch über die lange Nacht und kommen wir auch. Nicht nur ein Buch, also es sind mehrere. Ja, genau, mehrere. Ja. Dann kommt ja auch, geht die Serie, die Folge zurück nach Winterfell. Genau, und wir sehen wieder Brienne mit Podrick, dass sie ihn weiter ausbildet. Ja. Und das sieht bei dem schon viel besser aus. Ja. Und dann kommt wieder ein toller Moment. Ja, Tormund schmachtet wieder Brienne an. Aber Brienne merkt das auch und schlägt fester auf Podrick ein, verprügelt ihn richtig. Und ich fand, es wirkte ein bisschen so, als wolle sie Tormund damit beeindrucken.
Also so, als würde das langsam ein bisschen auf Gegenliebe stoßen. Vor allem, weil Tormund dann sagt, dass er so, dass ein er glücklicher, glücklich sein kann, dass er in den Schnee gestoßen wurde. Also Tormund ist rattenscharf auf Brienne. Ich habe auch, glaube ich, irgendwo gelesen, dass diese ich sage nicht Romanze, diese das, was sich da anbahnt, dass das Impro ist. Also, dass das aus einer Improvisation entstanden ist und dass das jetzt irgendwie so weitergeführt wird. Geil. Finde ich aber cool. Ist auch gefällt verdammt, mir. Passt auch irgendwie. Passt richtig gut. Ich meine, Tormund ist ja auch bekanntermaßen ein Bärenficker. Ja. Ja, also das ist zumindest in den Büchern, sagt er das ja von sich selbst, dass er eine Bärin. Vor allem, es gibt ja auch das Lied The Bear and the Maiden Fair. Stimmt, ja. Aber er ist nicht gerade eine Maiden Fair. Aber sie könnte die Maiden Fair sein und er der Bär. Nein. dann geht's da. Es gibt übrigens auch eine Fantheorie, die besagt, dass Aiden. Ach, das ist was anderes. Scheißegal. Nee, vergiss es. Okay, ich vergesse es einfach gerne. Wir bleiben in Winterfell, denn Peter Baelish redet mit Sansa und Sansa ist gar nicht mal so freundlich, sondern ist ihm. Die ist echt abgefuckt von seinem richtig Gelaber. Genau. Weil die jetzt halt wirklich durchschaut, dass. Er sie einlullen will und versuchen will, irgendwie sie zu beeinflussen. Ja. Und früher hat sie ja immer auf ihn gehört oder hat auf jeden gehört und es hat ihr nichts gebracht. Sie ist immer noch schlimmer. Also es ist wirklich herrlich. Mein Sansa war lange Zeit eine sehr nervige Figur, die eben sehr weinerlich und sehr hilflos war. Und sie ist zu einer richtig, wirklich toughen Frau geworden. Mhm. Ähnlich wie ihre Mutter Catelyn Stark einst. Und Peter Baelish stand ja viele Jahre, der ist ja zusammen mit Lysa und Catelyn aufgewachsen, auch mit Edmure als Mündel der Tullys. Und Peter Baelish war bekanntermaßen viele, viele Jahre unsterblich in Catelyn verliebt. Und jetzt das hat sich natürlich übertragen auf die Tochter. Und jetzt trachtet er nach der Tochter. Und, das ist auch schon. Das aber sie weist ihn halt auch ab, genauso wie Catelyn einst Peter Baelish abgewiesen hat. Ja. Also dann muss er wahrscheinlich auf Arya gehen. Später. Genau. Vor allem sagt sie auch einen Satz, der so ein Burn war, so ein unglaubliches Bam. Du meinst, als er zum Reden ansetzt? Genau. Und sie dann quasi sagt, ja. Red nicht weiter, ich gehe mal davon aus, dass es etwas Cleveres war. Ja. Dann geht Peter tatsächlich und Brienne kommt und Brienne schaut Peter zweifelnd an, denn sie traut ihm natürlich nicht und sagt auch, was zur Hölle macht der Typ überhaupt noch hier? Und Sansa weist aber korrekterweise auch darauf hin, dass ohne Peter Baelish Winterfell nicht ihnen gehören würde, sondern dass Jon wahrscheinlich tot wäre und dass, also die auch Peter Baelish quasi, dass sie in seiner Schuld stehen. Aber ich meine, Peter Baelish hat einiges wieder gut zu machen. Das ich meine, der war ja mit dafür verantwortlich, dass er seinen Stark verloren hat, gestorben ist. Genau. Und Brienne sagt, dass dieser Peter Baelish ganz offensichtlich etwas möchte. Und Sansa sagt, ich weiß genau, was er will. Das hat man ja schon in der letzten Staffel erfahren. Genau. Peter will ganz offensichtlich Sansa bumsen. Am besten auf dem Eisernen Thron. Genau. Aber so wie Cersei auch eins sagte, und da sieht man halt auch wieder, dass inwiefern Cersei mittlerweile in Sansa steckt, dass wo wir gerade über Sex reden und Cersei in Sansa steckt, ne? Ja, aber wirklich, das Sansa. Fun Fact: ja? In den Büchern hat Cersei auch öfters mal Sex mit Frauen. Genau, so wie Daenerys auch. Ja. Die Dienerin. Lest die Bücher, Fall, ne? Jetzt hier der Anreiz. Ja, Lesbensex. aber Cersei hat ja Sansa schon mal gesagt, dass Sansas größte Waffe als Frau zwischen ihren Beinen steckt. Ja. Nämlich ihre Vagina. Hast du schon mal eine Vagina gesehen, Jonas? Die von. Ja, bei meiner Geburt, ne? Gut, alles klar. Ich habe nicht mit dieser Antwort gerechnet. Ich wollte nur einen Witz machen. Nächste Szene, so schnell wie möglich. Fluss landen. Südlich der Zwillinge in den Fluss landen, kommt sie an Lannister-Soldaten vorbei und es kommt zu einem Song. Ja, Moment, ich hab mir den Text aufgeschrieben. Bevor wir dazu kommen, es ist ja so, dass man jetzt herausfindet, dass sie nicht nach Norden zu ihrer Familie geht. Nein, sie geht in den Süden. Ja, vor allem, weil sie damals, in der sechsten Staffel gesagt, zu Schackenhagar gesagt hat, dass sie jetzt nach Hause geht. Ja. Aber sie nimmt wohl doch den Umweg. Ja, oder vielleicht meinte sie auch mit nach Hause einfach Westeros. Ja. Ja, aber egal. Auf jeden Fall, sie reist nicht in den Norden, wie man meinen könnte. Also es kommt erstmal nicht zu dieser Stark-Reunion. Ich meine, Bran kommt ja aus dem Norden und sie quasi aus dem Süden. Wir haben sie reist weiter in den Süden. Wir haben ja auch schon in der Trailer-Analyse gesagt, dass es gut sein kann, dass sie zuerst ihre Liste abhaken will. Ja,
Genau. Dann kommt es zu einem Song. Ich habe mir den Song aufgeschrieben. He rode through the streets of the city, down from his hill on high, over the winds and the steps and the cobbles, he rode to a woman's sigh. For she was a secret treasure, she was his shame and his bliss, and a chain and a keep are nothing compared to a woman's kiss. For hands of gold are always cold, but a woman's hands are warm. Soll ich das direkt nochmal übersetzen? Ja. Warum hast du es nicht einfach direkt übersetzt? Ja, das hätte ich echt machen sollen. Er ritt durch die Straßen der Stadt runter von seinem Berg in der Höhe, durch die Winde, über die Treppenstufen und über dem Pflasterstein ritt er zu dem Seufzer einer Frau, denn sie, also die Frau, war sein geheimer Schatz, sie war sein Charme und auch sein Segen, also sein Glück. Denn eine Kette und eine Burg sind nichts im Vergleich zu dem Kuss einer Frau. Denn Hände voll Gold sind immer kalt, aber die Hände einer Frau sind warm. Okay, jetzt interpretieren wir das noch. Also Gold und Reichtum ist kalt, aber die Hände einer Frau sind warm. Es geht darum, dass die Liebe immer noch mehr Wert hat als Macht. Das, was Fußsoldaten nun einmal singen, um sich ihr Leben schöner zu denken. Und ich glaube eher nicht, dass es da um wen Spezielles geht. Ich dachte mir erst vielleicht, als das Lied anfing, dass das eventuell irgendwie eine Anspielung ist auf Red Wedding oder auf irgendwas anderes, auf irgendwas, was in letzter Zeit passiert ist. Aber irgendwie das Gefühl habe ich nicht. Es geht einfach um einen reichen Mann, der von seiner Burg, auf seinem Berg, von seinem hohen Sitz herunterreitet in ein Armenviertel, wo eine geheime Frau ist, seine Affäre quasi, die er liebt in Wahrheit. Es ist halt so ein typisches Volkslied, das, was Fußsoldaten nun einmal singen. Oder Ed Sheeran. Also oder Ed Sheeran. Also, beziehungsweise, um das noch zu erwähnen, es hat mich aber allerdings schon so ein bisschen auch an Tyrion und Shae erinnert. Tyrion, der Sohn von Tywin Lannister, stimmt, so der reiche Lord, der in Wahrheit eben eine Prostituierte liebt. Mhm. Nicht seine erste Prostituierte. Nicht seine erste Prostituierte. Ja. Wobei die erste Prostituierte von ihm, die er geliebt hat, ja nicht wirklich eine Prostituierte war. Ja, stimmt. Ja. Was sagst du? Ed Sheeran singt. Okay, akzeptiert, dass er viele Fans hat und dass er auch in Wahrheit Kit Harringtons guter Freund ist und ein riesiger Game of Thrones-Fan ist. Ich fand auch, dass das dass die Macher das sehr charmant irgendwie hineingebaut haben, aber im Endeffekt ist und bleibt es eben Ed Sheeran und ich finde, es reißt einen als Zuschauer wirklich sehr aus der Handlung raus. Echt? Bei mir war es nur so kurz. Oh, cool. Nee, ich fand. Wenn man ihn nicht kennen würde, wird es einem überhaupt nicht auffallen. Ja, natürlich. Das ist absolut wahr. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Aber es ist halt sehr, keine Ahnung, er ist halt nun mal ein Superstar. Ich habe den schon live gesehen. Ich finde, hast du? Wo? Hurricane, ja. Ich finde, es reißt. Hat mich nicht interessiert, bin gegangen. Ich finde, es reißt sehr raus. Also, es ist Game of Thrones, klar, es ist immer wieder ein netter Fakt, dass man Sigur Rós irgendwo sieht, die isländische Band, oder Mastodon hat, glaube ich, auch mal mitgespielt. Mhm. Eine meiner derzeitigen Lieblingsbands. Und der Drummer von Coldplay. Der war ja einer von den Armbrustschützen bei der Red Wedding, genau. Und, aber es ist ja kein Cameo. Fest. Irgendwie jede Folge kommt ein anderer Star vor. Es ist, ich weiß nicht. Mich hatte, aber du weißt, was in jeder Staffel, nämlich in der ersten Staffel wäre, glaube ich, auch so eine deutsche Folk-Band oder sowas gewesen. War's nicht Dings? Schandmaul? Was? Croxus? Ach so, das war's. Corix oder so? Ja, egal. Hab's auch vergessen. Interessante Szene, die Fußsoldaten begrüßen Arya freundlich, sind Lannister-Soldaten. Das sind Lannister und vor allem, die wurden ja eigentlich die ganze Staffel nur verteufelt. Das waren eigentlich die Bösen. Genau. Und hier sieht man halt, dass das ganz normale Menschen sind, mit Familien, mit Frauen, mit Müttern. Genau. Und sie bieten ihr an, zu essen. Genau. Und auch, weil die Nacht kalt sein wird, dass sie quasi dann auch da bleiben kann. Ja. Also mit anderen Worten, in dieser Szene wird auch klar, dass es eben, und das ist halt auch eine Besonderheit von Game of Thrones, mit der sich Game of Thrones von anderen Fantasy-Werken eben auch ein bisschen abgrenzt, ist, dass einfach auf beiden Seiten und auf wirklich bei allen Parteien, dass es Gut und Böse gibt. Ja. Das ist halt alles grau. Es ist alles grau. Es ist kein reiner Kampf Gut gegen Böse. Es ist nämlich so, wenn du beispielsweise Herr der Ringe guckst, klar gibt es da Figuren wie
Boromir. Gollum und Boromir und so weiter, die halt hin und her gerissen sind. Aber das war es dann eigentlich Russen ganz schön. Genau, es gibt da ein klares Gut und ein klares Böse, nichts gegen Herr der Ringe, aber das gibt es eben. Und Game of Thrones hat halt sehr, sehr ambivalente Figuren, die alle ihre eigenen Motivationen haben und selten irgendwie in reines Gut und reines Böse zugeteilt werden können. Natürlich gibt es da so Figuren wie Ramsay, die ganz offensichtlich klar diabolisch. Aber die haben halt auch was Charismatisches, was Sympathisches. Das in irgendeiner Weise. Ja. Ja, so Ramsay ist ja ein gut aussehender, sehr netter, witziger Kerl. Ja. Der, ja. Aber das zeigt eben, diese Szene zeigt halt eben auch, dass es das unter den Fußsoldaten auch sehr, sehr gute Menschen gibt. Es gibt ja in der dritten Staffel, in der 10. Folge, glaube ich, auch so eine Szene, wo sie noch mit Sandor unterwegs ist, wo sie dann auf Frace trifft. Mhm. Das ist so eine ähnliche Situation, wo sie dann quasi die sie nicht so nett behandelt und dann am Schluss alle tot sind. Genau. Und sie hält ja auch während der gesamten Szene immer wieder so Ausschau nach den Waffen, was kann sie tun, was macht sie. Ja. Aber dann kommt wieder das gute Gastrecht, weil die Soldaten bieten ihr an, von dem Hasen zu essen, den die gefangen haben. Und sobald die da reingebissen hat, steht sie quasi unter dem Gastrecht. Ja. Das heißt aber nicht nur, dass die Lannisters sie nicht töten dürfen, sondern das heißt auch, dass sie die Lannister nicht töten darf. Genau. Und, aber ich finde es auch interessant, dass du mittlerweile an einem Punkt bist, dass wenn Arya, ein kleines Mädchen, da sich zwischen 8 Lannister-Fußsoldaten setzt, dass du nicht Angst um Arya hast, sondern dass du Angst um die Soldaten hast. Weil Arya ja wahrscheinlich... Wenn du genau weißt, im Schlaf könne die alle einfach meucheln. Die hat gerade ganz Haus Frey umgebracht, das wäre ein einfaches. Aber es ist auch interessant, dass bevor sie isst, schaut sie eben auch die Schwerter an. Das zeigt halt, wie misstrauisch sie ist und wie vorsichtig. Mhm. Aber die reden dann über die Hauptstadt, über Königsmund, über King's Landing. Dabei reden sie sogar über die Drachengrube. Ich fand es sehr interessant, dass Dragon Pit die Drachengrube da mal erwähnt wird, da haben wir als die Targaryens. Das kam nämlich noch bisher in der Serie noch gar nicht vor. Genau, die Targaryens haben nämlich in dieser Drachengrube ihre Drachen aufbewahrt, festgehalten. Gehalten eher, genau. Und beim Tanz der Drachen, also dem blutigen Bürgerkrieg, der zwischen den Targaryens geherrscht hat, das war auf der einen Seite Rhaenyra Targaryen, also Viserys der Erste, der vierte König, glaube ich, von... Mach's nicht so kompliziert. Schaut einfach das Video. Ich mach die absolute Kurzfassung. Viserys, der Erste, war ein König von Westeros. Ich glaube, der Vierte, der hat seine Tochter zu seiner Nachfolgerin ernannt. Seine zweite Frau, Alicent Hohenturm, die hatte aber, die war der Meinung, dass ihr Sohn Aegon der Zweite auf den Thron gehören sollte. So wie es normal die Thronfolge läuft. So kam es zu einem Bürgerkrieg zwischen Geschwistern, also Halbgeschwistern, denn Rhaenyra war von erster Frau. Also Rhaenyra gegen Aegon den Zweiten. Zack. Die Targaryens haben sich bekämpft und das war eine unglaublich blutige Zeit, die 2 Jahre lang oder 2 bis 3 Jahre ging. Und währenddessen ist es auch bei der Bevölkerung zu einem Umdenken gekommen, nämlich dass Drachen eben nicht mehr glorreiche Wesen sind oder so engelshafte Geschöpfe oder irgendwie starke Waffen oder sowas, sondern Drachen wurden verteufelt, wurden als Dämonen angesehen. Und es gab in King's Landing sogar einen Mann namens der Hirte, der eben Tausende von Anhängern hinter sich vereinen konnte. Das war halt eigentlich so ein verrückter Prediger auf einem Marktplatz, der aber tatsächlich gegen die Drachen beschworen hat. Und dann sind die tatsächlich in einer schicksalhaften Nacht in die Drachengrube gestürmt und haben zahlreiche Drachen abgeschlachtet. Was also der Anfang vom Ende für das Haus Targaryen war. Genau. Weil Drachen sichern ja Macht. Genau. Und also auch nach dem Tanz der Drachen gab es, glaube ich, nur noch 4 Drachen, die überlebt haben. Das waren, glaube ich, allesamt Drachen, die zu jung waren, um im Tanz der Drachen mitzukämpfen. Aber die sind dann auch leider verendet. Ja. Und wenn man sich überlegt, diese Drachengrube, die ist ja extrem riesig. Also ich habe gelesen, der Eingang soll so groß gewesen sein, dass 30 Ritter nebeneinander reiten konnten. Ja. Und die wurde übrigens ja von Maegor dem Grausamen erbaut. Genau. Ja. Nachdem er die große Septe, die da an dem Platz stand, mit Balerion abgebrannt hat. Ja. Und Fun Fact, der musste die Drachengrube mit ausländischen Arbeitern und so bauen, weil kurz davor hat er den Roten Bergfried fertiggestellt und da hatte er jeden der Bauarbeiter abmurksen lassen und dann wollte halt niemand mehr für ihn arbeiten. Also der Maegor hat die ganzen Geheimgänge und Tunnel in den Roten Bergfried in The Red Keep gebaut und dann hat er ein Fest für die Maurer und Handwerker und so weiter veranstaltet, haben irgendwie mehrere Tage gefeiert und dann hat Maegor sie einfach abgeschlachtet, abschlachten lassen. Genau. Die das hatten wir schon, Und wir sehen halt auch, dass jetzt das Arya halt zwischen den ganzen Lannister-Soldaten sitzt und dass sie wirklich so Bedenken hat. Also
Normalerweise hätte sie wahrscheinlich die einfach abgemurkst. Genau. Aber so, da sie jetzt unter dem Gastrecht steht und seht halt, dass das nicht die Teufel sind, für genau. die sie gehalten hat, ja. Hat die schon eher Bedenken, das zu tun. Ich glaube auch nicht, dass sie da was machen wird. Denn es ist eben nicht so, wie Cersei in Schwarz und Weiß denkt. Die Menschheit ist nicht nur in zwei Lager aufzuteilen. Überall gibt es eben Grauzonen. Und der eine Soldat spricht auch von seiner schwangeren Frau. Und er sagt sogar, er hofft, dass es ein Mädchen wird. Und ich fand das sehr interessant. Denn Arya ist schließlich eine Figur, die seit ihrer frühesten Kindheit eigentlich eher ein Junge ist. Sie ist sehr wild. Sie spielt eher lieber mit den Jungs als irgendwie mit den Mädchen. Sie interessiert sich nicht für ihre Schönheit und ihr Aussehen und so weiter. Sie ist halt, sie interessiert sich für den Kampf und für und für sowas. Also im klassischen Frau- und Mannbild ist sie eher immer als Junge einzustufen und sie wird ja auch lange Zeit für einen Jungen gehalten oder gibt sich als Junge aus. Deswegen ist es doch eigentlich sehr verrückt, dass genau sie hören muss, also deswegen versteht sie es auch gar nicht, dass der Soldat sagt, dass er hofft, dass das Kind ein Mädchen wird. Ja. Das versteht sie nicht. Der Soldat sagt halt, dass Jungs einfach in irgendeinen Krieg ziehen und dann sterben, weil die irgendwelche Kämpfe für andere Menschen ausführen, was ja auch interessant ist, weil er ja genau dasselbe macht genau. in dem Moment. Ja. Und deswegen er hofft, dass es ein Mädchen wird, weil Mädchen kümmern sich um ihre Papas, um ihre Väter. Ja, dann fragen sie, was Arya soweit also im Wald macht. Arya sagt, dass sie nach King's Landing reitet, um Cersei zu töten. Das hat mich übrigens an Breaking Bad erinnert, ja. als damals Walter White zu, wie hieß der noch, gesagt hat, dass eine halbe Million da drin ist. Ach so, ja, genau, zu Hank, ne? Genau, ja. zu Hank, genau. Ja, mich hat es auch ein bisschen an Lombok erinnert. Das ist, die haben da. Hast du einen Film gesehen mit Moritz Bleibtreu-Säule? Da haben die nicht Leiche, aber einen bewusstlosen Typen und super viel Gras im Kofferraum und werden tatsächlich von der Polizei angehalten oder der Polizist kommt und die fragen, was ist denn in ihrem Kofferraum? Also eine Leiche und 500 Kilogramm Gras. Kann man so mit sagen, dass Game of Thrones Nein. von Breaking Bad und Lombok geklaut Nein. hat? Sollen wir so das Video nennen? Wir ziehen weiter zu meiner Lieblingsszene in dieser ganzen Folge. Lieblingssequenz, nämlich wir gehen in die Flusslande. Immer noch, ja. Die Bruderschaft ohne Banner ist weiterhin unterwegs und Xander Clegane ist jetzt einer von ihnen. Man sieht, dass selbst in der Flusslande der Winter komplett eingekehrt ist. Das ist vor allem, weil bei Arya war es da, die ist auch in den Flusslanden, genau. aber wahrscheinlich ein bisschen weiter südlich. Genau. Oder noch nicht in diesem Schneesturm drin. Genau. Aber die Flusslande sind aber halt auch groß. Und das ist auch die einzigen Königslande, die irgendwie gar keine natürlichen Grenzen haben, sondern mitten eben in diesem Königreich liegt. Deswegen wurde da eben auch schon sehr viel gekämpft. Aber es ist sicherlich nicht so groß wie der Norden oder wie die Weite, aber es ist großes Gebiet. Und langsam, man sieht halt, dass der Winter langsam vom Norden in den Süden zieht. Und gerade halt sich so, dass diese natürliche Grenze irgendwie da bei, also dass der Winter gerade irgendwie über die Flusslande zieht. Ja. Es hat eine gewisse Ironie, dass Sandor mit der Bruderschaft ohne Banner reist, denn Sandor ist als Kind von Gregor Clegane verbrannt worden. Und er wurde ja auch hat in einem Gerichtskampf gegen Beric gekämpft. Ja. Also ich weiß nicht, ob du mit jemandem, der dich töten wollte, genau. auch zusammen rumlaufen willst. Ja, aber es ist halt auch so, wie gesagt, Xander Clegane hat ja panische Angst vor Feuer. Ja. Und jetzt reist er mit Feueranbetern umher. Ja. Also mit Thoros von Myr, der ein roter Priester. Ja. Ich finde auch die Chemie zwischen denen richtig toll. Ja, auf jeden Fall. Zwischen Sandor und zwischen Thoros und Beric. Genau. Sandor ist aber irgendwie die ganze Zeit schlecht gelaunt und dabei ist die Bruderschaft ohne Banner ja so als heitere Truppe bekannt, die immer irgendwie ein bisschen albern und gut gelaunt ist. Und immer so ein Lied auf den Lippen hat. Genau. Das, was sich da aber in den Büchern auch irgendwann ändert wegen Lady Stoneheart. Genau. Auch das Video gucken. Genau. Beric will in einem Hof. Genau, die sehen dann einen Hof, ein verlassenes Haus und Beric will da übernachten und Sandor feindet sich so ein bisschen mit Thoros von Myr an und Thoros findet das eher als weiser Mann eher ein bisschen witzig oder lässt das geschehen. Denn, hast du direkt gewusst, was mit dem Haus war? Weil ich habe erst irgendwie zwei Tage davor die Folge gesehen, auf die sich das Haus bezieht. Ich habe mir das dann gedacht. Das ist Sandor klaut von dem? Also es war so, in der vierten Staffel reist Sandor mit Arya zusammen in den reist er hin? Doch, er reist durch die Flusslande und dann treffen die auf einen Mann und seine Tochter und der Mann fragt halt, ob die Obdach haben wollen und fragt sie auch, für welches Haus sie gekämpft haben und Arya sagt dann Tully und er sagt dann, okay, die waren gut, ihr könnt mitkommen. Und letzten Endes haben die Obdach bei denen, bekommen Essen, aber am nächsten Tag Sandor sagt, der Mann fragt Sandor, ob der für arbeiten will, Sandor sagt ja, für einen guten Preis. Ja. Am nächsten Tag
klaut er dann quasi das Silber, das mhm. er sich verdienen hätte müssen von dem Mann und zieht weiter und schlägt ja. ihn nieder ja. und sagt dann zu Arya, dass die sowieso den Winter nicht überleben werden. Genau. Und dass das keinen Sinn hat, dass das Geld einfach nur so rumliegt, weil er genau. lebt ja und er kann ja überleben. Und was mir dann auch aufgefallen ist, er hat ja damit auch das Gastrecht gebrochen. Ja, das also, stimmt. Dann muss man gar nicht so Mitleid mit ihm haben, dass er so jetzt so ein schweres Los hatte und mhm. gegen Brienne verloren hat genau. und so rumgesiecht hat. Aber man sieht eben, dass die beiden, dass Vater und Tochter da auf dem Bett lagen, am mhm. Verhungern waren, dass der Vater nicht weiter hungern wollte und deswegen erst die Tochter und dann sich umgebracht hat mit einem Messer. Sendor scheint, tut so, als wäre es ihm egal, als wäre er abgebrüht und sowas nicht an sich ranlassen würde. So harte Schale, weicher Kern. Und aber wir sehen später eben, dass das sehr viel mit Sandor gemacht hat. Ich fand auch, dass es hat diese... Ich will gleich in der Szene, ja. wo ihr ja. begräbt, noch ja. genau darüber sprechen. Also diese ganze Sequenz, die hat ja eigentlich richtig viel Screentime, mhm. obwohl sie für die Handlung eigentlich überhaupt nichts bringt. Aber halt, ich fand das halt so irgendwie so faszinierend, dass halt das nochmal so eine Tiefe in die Welt reingebracht hat, weil halt ja. auch nochmal sowas... aufgegriffen wurde, was vorher ja. schon so. Aber es zeigt halt auch, ich habe ja Anfang dieser Folgenbesprechung gesagt, dass es scheint, als würde nicht viel passieren, aber es passiert sehr viel. Man sieht hier beispielsweise, inwiefern sich Sandor geändert hat. Also es gibt wenige Figuren wie, also Jamie vielleicht noch, der eine unglaubliche Figurenentwicklung durchgemacht hat. Das ist halt diese ganzen Figuren, die du am Anfang hast. Ja, die sich dann plötzlich zu wirklichen Sympathen entwickeln. Total. Sandor sagt auch, dass er Beric für einen ganz anständigen Kerl hält, aber dass Beric eben auch nichts Besonderes ist. Und er fragt, warum wurde Beric jetzt schon 7-mal zurückgebracht von R'hllor? Aber Beric weiß das selber nicht, er weiß nur, dass R'hllor, der rote Gott, es irgendwie für angebracht hält, dass Beric lebt. Und Sandor sagt, es gibt sowas wie heilige Gerechtigkeit nicht, denn wenn es heilige Gerechtigkeit gäbe, dann wären Beric und er schon längst tot mhm. und die beiden, also der Vater und die Tochter, würden leben. Und Eddard Stark wahrscheinlich auch. Thoros von mir lässt Sandor dann ins Feuer blicken. Es kommt erst zu einer witzigen Szene, so aller, ich sehe brennende Holzscheite. Ja. Und Sandor hat dann wirklich eine Vision im Feuer und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, der verarscht die jetzt richtig krass. Aber ist nicht so. Er schaut halt in die Flammen und sieht halt eine Vision von der Mauer und von Ostwacht und dass die Armee der Toten daraufhin dahin kommen will. Und was halt auch wichtig ist, dass Sandor ist überhaupt kein gläubiger Mensch. Ja. Ich glaube, er ist halt eher so ein Mensch, der an das glaubt, was er sehen kann. Genau. Und er hat gesehen, dass Beric Dondarrion, obwohl er ihm den halben Arm abgehackt hat, oder in die Schulter gehackt hat, das überlebt hat, ohne Probleme. Ja. Und dass jetzt halt, dass dieser Herr des Lichts, das R'hllor, wirklich etwas zeigt. Ja. Und dass er dann vielleicht sogar so ein Also, glaube ich, nicht wirklich dran glauben, aber halt, er glaubt an die Ergebnisse. Aber es ist halt auch so, dass Sandor genau den Punkt sieht, an dem die Mauer das Meer trifft, im Osten. Das heißt, er sieht Ostwacht, also Eastwatch by the Sea. Wie gesagt, bereits, es wird in dieser Folge auch angedeutet, dass es da wahrscheinlich zum großen Showdown kommen wird, dass da die anderen angreifen werden. Und er versteht jetzt, dass die Bruderschaft ohne Banner eine wichtige Mission hat. Und ich finde es auch geil, wie genau da, als er darüber spricht, dass die anderen da eben an der Mauer ankommen, dass da plötzlich das Feuer so dass da ein Scheit, wie nennt man das, wenn er so aufflammt. Ja. Was man halt auch dazu sagen muss, dass, du hast ja vorhin schon gesagt, dass Sandor panische Angst vor Feuer hat, dass es für ihn ja erstmal eine große Überwindung sein muss, wirklich so ins Feuer reinzublicken. Ja. Und das spricht ja auch nochmal für seine komplette Figurenentwicklung. Ja, total, klar. Und eine wichtige Sache noch, er sagt, dass er da einen Berg sieht, der aussieht wie eine Pfeilspitze. Das könnte vielleicht auf ein kommendes Battle zwischen ihm und seinem Bruder hinweisen. Klingelbeul! Ja, könnte natürlich sein. Es könnte auch tatsächlich, die Frage ist halt nur, was ist das für ein Berg? Warum wird da von diesem Berg gesprochen, der aussieht wie eine Pfeilspitze? Ist es vielleicht ein Leichenberg? Ist es vielleicht ein echter Berg? Ich habe zuerst gedacht, vielleicht ist es die Faust der ersten Menschen, aber die sieht nicht aus wie eine Pfeilspitze. Also was könnte es sein? Man weiß es nicht, aber in der nächsten Szene begräbt tatsächlich Sandor das Mädchen und den Vater. Und hier merkt man eben, wie sehr er sich doch verändert hat und wie sehr das auf ihn, was für einen Einfluss das Eindruck auf ihn hatte. Früher hat er ohne mit der Wimper zu zucken vom einfachen Volk geklaut, um sich selbst zu ernähren. Heute sieht er, dass das arme Menschen
Menschen in den Tod und zu schrecklichen Taten ja. führt. Oder er hätte Leute, die er abgeschlachtet hat, einfach so achtlos am Wegesrand genau. liegen lassen. Genau. Aber jetzt ist so, jetzt, er halt ein also mit dem Mensch. Begräbnis reinigt er sich ja auch auf gewisse ja. Weise irgendwie selbst. Und ich glaube, da bahnt sich auch eine Freundschaft mit Thoros an. Genau, denn er schaut erst zu und hilft ihm dann. Es ist so eine Szene der Versöhnung, denn also die Laterne wird da an den Rand gestellt und es gibt nur etwas Feuer und die beiden. Also normalerweise ist es ja auch was quasi interreligiöses, interkulturelles, denn normalerweise würde ich sagen, verbrennen die roten Priester ja eher ihre Toten. Also begraben ist da nicht eigentlich nicht an der Tagesordnung. Ja. Aber Thoros ist ja jetzt auch nicht der Gläubigste. Ja, aber und er hat ja Mitgefühl mit, genau. mit Sandor. Also deswegen hilft der Sandor auch beim Begraben. Die Frage ist, ist das auch vielleicht damit bestätigt, dass Sandor der Gravedigger ist aus den Büchern? Der Totengräber? Das ist interessant, ja, stimmt. Ja. Da gibt es eine tolle Fan-Theorie. Da gibt's, in den Büchern gibt es die sogenannte Stille Insel. Da lebt ein alter Mann. Genau, ein alter Mann und verschiedene Versehrte. Ja. Und der pflegt die. Und da gibt es halt auch einen lahmen, großen Totengräber, genau. Der Gräber aushebt. Und da gibt es halt die Fan-Theorie, dass das sich da um Sandor handelt. Du siehst Sandor auch humpeln, ja. als er wieder zurückkommt. Also. Ich finde, es wirkt, also in den Büchern, für mich war das immer in meinem Kopf klar, dass das auf jeden Fall Sandor ist. Vielleicht ja. ist das so eine kleine, ein kleiner Hinweis darauf. Ja. Sandor kriegt, witzig fand ich auch, dass Sandor kein ganzes Gebet aus dem Glauben an die Sieben mehr hinkriegt. Aber er wird in Zukunft wohl offen für R'hllor sein. Also R'hllor ist ja auch der Gott in Game of Thrones, der sich immer am offensten zeigt. Ich meine, es gibt keinen einzigen Beweis dafür, dass der Glaube an die Sieben in irgendeiner Weise real ist. Ich meine, der Glaube an die Sieben ist ja quasi das Christentum in der Welt von Game of Thrones. Ich meine, das Christentum steht ja aus der heiligen Dreifaltigkeit, dem Vater, dem Geist, dem Heiligen Geist und dem Sohn. Und hier ist es eben der Glaube an die Sieben. Es ist so eine Siebenfaltigkeit quasi. Und George R. Martin ist bekanntermaßen auch ein Religionskritiker oder religionskritischer Mensch, sagen wir es so. Der Glaube an die Sieben hat sich bisher noch kein einziges Mal in der Serie wirklich gezeigt. Die alten Götter haben wir gesehen, gesehen, R'hllor auf jeden Fall. R'hllor hat sich am offensten gezeigt, der holt ständig Leute aus dem Totenreich wieder. Ja. Ertrunkene Gott ist Quatsch. Ja. Dings kommt doch auch wieder. Wer? Die sterben ja nicht wirklich. Ja, das ist ja nur ein Ritual. Das ist nur ein Ritual. Der Typ liegt da am Strand. Und das ist ein Ritual. In den Büchern wäre das doch. Das hast du auch im echten Leben. In den Büchern wäre das auch noch. Die sterben nicht wirklich. Nee, manche sterben. Also manche kommen nicht mehr zurück. Aber es gibt. Aber die wiederkommen, sind nicht wirklich tot. Die Priester des ertrunkenen Gottes, die sind irgendwie auch dafür, glaube ich, geschult, irgendwie, dass das funktioniert. Ja. Also, es ist schon offensichtlicher Quatsch. Also, was glaubst du, was da jetzt noch passiert? Ich glaube nämlich, dass die sich auch aufgrund von dieser Vision vielleicht aufmachen werden in den Norden. Weil die, in den Flusslanden können die wahrscheinlich nicht mehr viel machen. Ja. Der Krieg ist vorbei, es kehrt langsam Ruhe ein und der große Feind lauert. Ja, wie gesagt, es ist klar, dass die Botschaft ohne Banner eine wichtige Mission hat. Und diese Mission wird wahrscheinlich daraus bestehen, gegen die Weißen Wanderer im Norden zu kämpfen. Sonst würden die nicht gezeigt werden. Das ist auch wahr. Ja. Dann geht's zurück nach Old Town. Oh ja, und jetzt wird's ultra interessant. Ja. Denn Sam liest bis spät in die Nacht und Gilly sitzt da mit Little Sam, der endlich mal ein bisschen gewachsen ist und älter aussieht, nicht mehr dieses Baby ist. Gilly, dieses Crybaby. Genau, Gilly schlägt, oder Goldie, wie sie auf Deutsch heißt, schlägt ein Buch über die lange Nacht auf. Übrigens, ich will noch mal ganz kurz darüber sprechen, dass ich den Namen Goldie hasse. Die heißt Goldie. Ja. Im Englischen heißt sie Gilly. Also warum bleibt man nicht einfach beim Namen Gilly? Warum muss man sie Goldie nennen? Goldie klingt nach einem Goldfisch. Oder nach irgendwie. Ja, gut, Goldfisch. Oder nach einem One-Hit-Wonder, die in den 80ern mit Cher einen Song zusammen hatte oder sowas. Cher featuring Goldie. Goldie featuring Blondie. Ja. Was? Sin City. Ja, egal. Egal, Goldie ist ein bescheuerter Name. Gilly nicht, wie ich finde. Gilly schlägt ein Buch über die lange Nacht auf. Das heißt Legends of the Long Night. Genau. Und? Ja. Hast du das durchgelesen? Ja, habe ich. Ja? Hast du mal dieses Buch, das rechts neben dir ist, durchgelesen? Hier das? Ja, ja. Habe ich auch. Ja? Wieso? Ja. Dann schlag mal das Kapitel mit der langen Nacht auf, weil... Ist es genau... Das ist nicht genau das Gleiche, es wurde ein bisschen umgeschrieben. Wir haben es hier auf Deutsch, ne? Ja. Das Kapitel zur langen Nacht, Seite 11. Ja. Also, das ist schon. Falls ihr das noch nicht kennt, das heißt Westeros, die Welt von Eis und Feuer. Und das erklärt so die ganze Vorgeschichte. Das ist quasi das Silmarillion. Checkt mal die Infobox, da ist ein Reflink. Genau. Wenn ihr über den Link das Buch kauft, dann kriegen wir sogar ein bisschen was. Das ist gut.
Ja, musst du jetzt nicht vorlesen, aber das ist der Text, der da drin steht, also in dem Buch, der ist nicht 1:1, aber er ist schon sehr nah an dem drin, was man, wenn man jetzt das Bild stoppt, was man da lesen kann. Genau. Die Targaryens haben Drachenglas benutzt, um ihre Drachen zu um ihre Waffen zu dekorieren, ohne überhaupt zu wissen, dass man sich damit gegen die anderen wehren kann. Und auf Sams Seite steht, über die vielen sterbenden Kinder des Waldes, also da stehen viele Sachen über die Kinder des Waldes, die eben am Aussterben waren, zumindest bis es zu dem Friedenspakt kam. Denn es gab ja mal einst den Krieg zwischen den ersten Menschen und den Kindern auf des Westeros Waldes. Und den Kindern des Waldes. Die Kinder des Waldes haben sogar die Weißen Wanderer geschaffen als Waffe, die sich eben gegen ihre Erschaffer gewendet haben, so Frankenstein-mäßig. Und dann kam es zu einem Friedenspakt. Auf der Insel der Gesichter. Auf der Insel der Gesichter im See Götterhain. Genau, Götterauge. Götterauge, südlich von Harrenhal. Und auf der nächsten Seite mit dem Dolch steht tatsächlich genau das mit dem Drachenglas. Da steht auch, das ist übrigens dieser Dolch, kommt dir irgendwie bekannt vor. Das ist der Dolch, mit dem Bran ermordet werden sollte. Genau. Das ist der Dolch, der einst Peter Baelish gehörte, dann nicht mehr, aber jetzt sich wieder im Besitz von Peter Baelish befindet. Ist das korrekt? Ich glaube schon, ja. Ich glaube auch. Ja. Ja, das ist genau dieser Dolch. Also jetzt ist die Frage, ob das wirklich dieser Dolch einfach so uralt ist oder ob es einfach ein Dolch, der extra so geschmiedet wurde, dass er so aussieht. Das kann gut, ach, oder ich glaube, das ist ein Easter Egg. Oder ein Easter Egg, einfach als... Was ich aber auch sehr interessant fand, auf der linken Seite kann man, es ist ja die ganze Zeit von Drachenglas die Rede, und auf der linken Seite kann man was über Kerzen lesen. Ist das dir aufgefallen? Nee. Da gibt es nämlich wirklich ein paar interessante Kapitel in den Büchern, dass in der Serie nie so vorkommt. Es gibt nämlich die sogenannten Glaskerzen. Ja. Die sind auch aus Drachenglas gemacht und so ein inneres Leuchten haben. Aber seit Hunderten von Jahren sollen die nicht mehr geleuchtet haben. Ja. Und das waren Kommunikationsmittel der Valyrer. Mit dem konnte man über, also da steht so, über Berge, Meere und Wüsten sehen. Ja. Man konnte Visionen auslösen und miteinander kommunizieren. Cool. Das war quasi so ein das WhatsApp der Valyrer. Cool. Das Tinder. Das Tinder. Ja. Das ist ein sehr exklusives Tinder. Du brauchst erst eine Glaskerze. Genau. Aber Tinder heißt doch Funke. Ach, stimmt. Deswegen. Okay. Und Akolyten der Zitadelle mussten, bevor sie ihren Schwur geleistet haben und dann Maester geworden sind, mussten die eine Nacht lang in vollkommener Dunkelheit verbringen mit einer Obsidiankerze. Und wenn sie es geschafft haben, die zum Leuchten zu bringen, dann hätten sie dann quasi dann rausgehen dürfen, hätten dann den Schwur leisten können. Ja. Aber das ist natürlich nie passiert, weil das so eine Lektion in Demut sein soll von der Citadel. Ja. Weil da wird dann auch mit all dem Wissen, das man erarbeitet hat, kann man diese Kerzen nicht zum Leuchten bringen. Ja. Aber in den Büchern fangen dann in Carth, fängt dann eine von den Kerzen an zu glühen und später dann noch in Alsace, als dann, bevor Sam noch ankommt. Ja. Und ich finde das eigentlich ein ganz sehr interessantes Kapitel. Definitiv. Ich glaube nicht, dass das noch irgendwie zu tragen kommen wird, aber es ist vielleicht so ein netter Fun-Fact für die Buchleser. Auf jeden Fall geht es dann eben nochmal um Drachenstein, nämlich Sam findet auf einer Seite, dass es einen großen Vorrat an Drachenglas auf Drachenstein gibt. Und auf der Seite steht auch, also bevor wir jetzt mal über Drachenstein reden, auf der Seite steht auch, dass es in Valyria, in Südessos unter den 14 Flammen sehr viel Drachenglas gegeben hat. Denn der Freistaat von Valyria war gebaut am Fuße der 14 Flammen. Das war eine riesige Vulkankette von 14 Vulkanen, die in 14 Flammen genannt wurden. Da haben die ersten so Schafsbauern, Schafshirten, haben da Dracheneier gefunden oder Drachenbabys. Dracheneier haben es geschafft, die schlüpfen zu lassen. Und mit Hilfe der Drachen sind eben die Valyrer aufgestiegen und haben das Großreich der Giskari niedergemacht. Und so ist eben der Freistaat von Valyria entstanden. Und unter diesen 14 Flammen habe es sehr viel Drachenglas gegeben. Und dann ist eines Tages in einer gigantischen Katastrophe sind diese 14 Flammen ausgebrochen und haben den Freistaat von Valyria an einem Tag ausgelöscht. Sam erinnert sich daran zurück, dass Dannis ihm eins gesagt hat, dass es auf Drachenstein Drachenglas gibt. Mhm. Also ist eigentlich Sam ein kleiner Trottel, denn er wusste das schon, was da drin steht. Aber er schreibt sofort John. Ich habe jetzt noch eine interessante Fantheorie. Okay. Nee, aber es ist wirklich... Von dir oder was? Ja. Okay, was ist eine Fantheorie? Auf der linken Seite steht von dem Buch, wo auch das mit Drachenstein steht, kann man so ein bisschen was lesen. Ja. Da steht auch irgendwas von Cure.
Also Heilmittel. Heilmittel, ja. Also Drachenglas als Heilmittel. Für Grauschuppen. Genau, also ich hätte dann halt gedacht, dass das vielleicht auch gegen, weil das hat auch George R. Martin selbst gesagt, dass Drachenglas oder Obsidian in seiner Welt magische Fähigkeiten hat, sonst hätte das ja auch nicht mit den weißen Wanderern funktioniert. Ja. Nämlich, wenn ich dir jetzt hier einen Drachen, wenn ich dir Obsidian in die Brust reinhaue, dann bist du, glaube ich, nicht so ein weißer Wanderer, sondern verreckst du einfach. Wahrscheinlich. Und lass es uns nicht rausfinden. Genau, und dass dann vielleicht Drachenglas als Heilmittel, weil das auch im gleichen Buch steht, als Heilmittel verwendet werden könnte und Samwell somit Jorah, den wir dann später noch sehen werden, damit heilen könnte, weil, was gibt's auf Drachenstein? Drachenglas. Was und wer hat unter anderem auf Drachenstein gelebt und die Grauschuppen wurden aufgehalten? Hä, was? Wer hat auf Drachenstein gelebt und wessen Grauschuppen wurden aufgehalten? Ach, Shireen! Shireen Baratheon. Shireen, natürlich, ja. Also das spricht halt nochmal vielleicht dafür. Stimmt. Oh, gerade, ich hatte gerade einen Denkfehler, krass. Ja, dann kommen wir aber auch zu dieser besagten Szene, denn Sam füttert Kranke, die eben in ihren Krankenzellen da sitzen. Und ein besonderer Patient ist tatsächlich drin, Jorah. Und wie gesagt, das klingt nach einer sehr guten Theorie, dass man über das Drachenglas die Grauschuppen halt. Finde ich sehr schlüssig. Ich habe mich hingegen ein klein wenig geärgert, weil ich die Hoffnung hatte, dass Jorah, die Explorer, quasi so unser Auge für Essos wird, dass wir da ein paar Orte kennenlernen, die sonst immer nur angedeutet wurden. Vor allem ist ja der magischste Ort, ist ja zum Beispiel Ashai, da wo Melisandre herkommt. Es soll auch sehr interessant aussehen. Kein Dreh ohne Martinshorn. Ich habe echt gehofft, dass Jorah vielleicht nach Ashai reist, dass er versucht, da mit Hilfe der Schattenbinder irgendwie oder mit irgendwelchen Magiern da versucht, seine Grauschuppen zu heilen. Oder vielleicht sogar nach Yi-Ti oder sowas. Oder einfach eine Spin-off-Serie. Ja, Jorah the Explorer. Und das wird so, aber auch genauso gut gelaunt wie so ein Reiseblog von Fox. Ja, Jorah spricht ja über Daenerys Stormborn, Daenerys die Sturmgeborene. Und ich hatte ja auch die Idee, ob Grauschuppen nicht vielleicht in irgendeiner Weise gegen die weißen Wanderer eingesetzt werden können. Oder vielleicht Steinmenschen. Das ist ein super abgefahrener Gedanke. Die Grauschuppen sind ja eine Krankheit, die die Rhoyner in Essos über die Valyrer gebracht haben. Denn die Valyrer haben ja einen Krieg gegen die Rhoyner geführt. Und Ich weiß es nicht. Das ist ein super absurder Gedanke. Ja. Aber warum? Also die Frage ist ja, warum sich Sam und Jorah treffen. Vielleicht werden die Grauschuppen ja irgendwie noch eine wichtige Rolle spielen. Also ich glaube halt eher, dass Sam damit dabei helfen wird, ihn zu heilen. Ja, weil sonst was will Jorah? Wo will er sonst noch hingehen? Ja, das stimmt. Ich meine, da sieht das so schon fertig aus. Ja. Und dieser, wie gesagt, dieser Maester Ambrose, der ist ja auch ein Heiler. Ja. Vielleicht hat er auch noch irgendwie seine Finger im Spiel. Ja. Was mir davor noch aufgefallen ist, da wurde auch noch kurz erwähnt, dass es unter der Faust der ersten Menschen eine Drachenglasmine gegeben hat. Mhm. Und wenn man auch ein bisschen mehr weiß, die Kinder des Waldes haben auch immer früher der Nachtwache jedes Jahr hunderte von Dolchen und Pfeilspitzen aus Drachenglas geschenkt. Ja, das war so Teil dieses Friedenspakts, ne? Ja. Ja. Dann sehen wir in der nächsten Szene die Meerenge, the Narrow Sea, also das Meer, das sich zwischen Essos und Westeros befindet. Und Daenerys kommt mit ihrer Flotte in Drachenstein an. Und, was ich toll finde, man sieht mal endlich noch ein bisschen mehr von Drachenstein. Ja. Also man kann das mal wirklich so als eine Insel ausmachen. Genau. Daenerys fährt vorneweg in einem Boot mit ihren engsten Beratern, Varys, Missandei und Tyrion. Und man kann davon ausgehen, dass Grauer Wurm auch sich auf diesem Boot befindet. Ich glaube, wir haben auch kurz gesehen. Echt? Ja. Ich hab nämlich gesucht, aber nicht gesehen. Aber, Aber man sieht ihn später auf jeden Fall. Genau. Da ist natürlich die Frage, ob ich will es jetzt nicht unerwähnt lassen, dass es eben eine sehr große Fantheorie gibt, die besagt, dass Varys auch ein Targaryen ist. Ja. Mal sehen, ob sich das noch bewahrheitet, aber dass er deswegen vielleicht auch eine Glatze trägt, um eben nicht durch seine Haare verraten zu werden. Aber wer weiß, mal abwarten. Sie landet da in Drachenstein, da wo ihre Wurzeln sind. Und dann gibt es halt diesen Moment, wo sie quasi zum ersten Mal den Boden berührt, auf dem sie geboren ist. Und das Land, das sie eigentlich regieren soll. Ja. Aber ich fand die Szene okay, aber es hat irgendwie so stereotypisch gewegt, so wie in einem Film dann so, ach ja, zum ersten Mal den Heimatboden berühren. Ja, klar. Also ein bisschen. Das ist klar. Aber es soll halt genau klar sein, dass das ein historischer Moment ist. So der Tag 1 des Eroberungszuges von Daenerys. Warum habe ich mir aufgeschrieben, aber warum ist da kein Schwanz? Was? Drachenstein leer ist, meinst du? Also warum ist da kein Schwanz? Warum ist da kein Schwanz? Genau, jetzt verstehe ich. Ja, das ist ja klar. Stannis ist ja mit seiner, weil er ja gewusst hat, dass die Hauptbedrohung im Norden ist, ist er halt wirklich mit seinem kompletten
Haus, seinem kompletten Tross, allem dahin gereist. Aber hätten die Lannisters nicht zumindest eine kleine Einheit nach Drachenstein schicken können? Ja, aber das, für was Drachenstein? Also ich meine, die haben schon genug Probleme bei sich zu Hause. Ich glaube, Drachenstein ist halt so... Ist halt also, so der Restefick. Aber irgendjemand, irgendein Haus, also es ist doch so eine mächtige Burg wie Drachenstein, man muss nur rüberfahren und man kann das sich quasi nehmen. Ja, aber du kannst da nichts anbauen, du kannst da nichts mehr, außer Drachenglas kannst du da nichts mehr abbauen. Dann irgendein Mensch aus dem einfachen Volk, der muss ja einfach nur da hingehen, um sich die Burg zu schnappen. Ja, aber Menschen aus dem einfachen Volk wissen vielleicht nicht, dass da niemand mehr ist. Ich meine, niemand, außer der da jetzt genau da hingegangen ist, weiß, dass da niemand ist. Ja. Also ich glaube auch nicht, dass Dennis gesagt hat, du, ja, hier, Drachenstein ist jetzt frei. Klar. Aber ich weiß nicht, irgendwie, ich fand das ein bisschen befremdlich, dass Daenerys sich da so das ohne Probleme nehmen kann. Aber okay, akzeptieren wir das einfach mal. Wie wir in der Trailer-Analyse auch schon gesagt haben, die Unbefleckten tragen jetzt warme Kleidung, nicht mehr diese kurzen Sachen und haben auch auf ihrer Brust so einen dreiköpfigen Drachen. Ja, und genau dieses Wappen sieht man ja auch mit dem dreiköpfigen Drachen, sieht man oben an der Burg. Genau. In diesem Kreis. Ich hatte ein paar Probleme, das direkt zu erkennen, aber man sieht genau diese oben links diese drei Köpfe des Drachen. Genau. Dann gehen die hoch. Übrigens, ich fand es noch schön, dass, bevor wir da jetzt weitergehen, Daenerys trägt schöne moderne Stiefel. Schöne moderne Stiefel. Mit so Absätzen. Ich fand es auch sehr interessant, dass alles immens und gigantisch auf Drachenstein ist. Alles ist groß und der Stein ist sehr gerade und genau und schräg gehauen immer. Wie wir vorhin gesagt haben, das wurde ja nicht aus Stein gehauen, das wurde ja eigentlich aus, der Stein wurde geschmolzen. Ja, also ja, sehr interessant. Überall sind auch kleine Drachen verarbeitet und dann betritt Daenerys über diese lange Treppe dann die Burg und da sieht sie erstmal das Banner von Stannis, über das wir schon gesprochen haben. Und wir sehen zum ersten Mal auch den Thronsaal. Ja. Also bei Stannis haben wir den ja nie gesehen. Genau. Da wurde er noch nicht gebraucht, da haben die wahrscheinlich noch keine Kohle dafür. Ja. Aber jetzt haben wir wirklich, ich finde, der Thronsaal sieht auch fantastisch aus. Supergeil, auf jeden Fall. Aber dieser Banner von Stannis ist eben ein Überbleibsel davon, dass die Targaryen einst gegen die Baratheons verloren haben in Robert's Rebellion. Und so das Herunterreißen des Banners hat ja auch etwas Symbolisches. Das haben wir auch gesehen. Das ist ein symbolischer Akt, dass sie jetzt quasi über Drachenstein herrscht. Genau, dass die Targaryens zurück sind. Ja, es ist ein sehr besonderer Thron, der eben auch sehr außergewöhnlich aussieht. Man sieht, dass der Kerzenständer umgestürzt ist. Also ganz Drachenstein ist wirklich verlassen und da passiert gar nichts mehr. Daenerys wird sogar allein zum Thron gelassen, denn Missandei hält ja auch den grauen Wurm zurück, als er sie begleiten will. Den grauen Wurm. Das klingt so, als ob das irgendwie so ein riesiger Wurm. Ich bin jetzt auch nach 2 Stunden schon ziemlich fertig. Ich will auch einfach nur eine Pause. Aber auf jeden Fall ist es klar, dass es ein historisch unglaublicher Moment ist und selbst Tyrion ist berührt, ist nicht uninteressiert, sondern hält seine Klappe und schaut dem Ganzen zu. Mhm. Normalerweise ist man ja von dem ganz anderes gewohnt. Dann gehen sie die zur bemalten Tafel. Die beiden, genau. Daenerys streicht mit ihren Händen über die Karte von Westeros. Und sagt schon so quasi, das ist alles meins. Genau, und ich habe mich schon gefragt, hätte sie das auch gemacht? Also sie streicht langsam an dieser bemalten Tafel entlang. Ach, du meinst, sie war quasi auf der Stelle, auf der Melisandres nackter Arsch. Genau. Stannis hat Melisandre auf diese bemalten Tafel weggeflankt, weggebankt und boah, wir haben heute echt alles. Wir haben Handjobs, wir haben Wegflanken und. Ja, auf jeden Fall, diese bemalte Tafel hat Aegon I gebaut, um Westeros anzugreifen und Westeros für sich einzunehmen. Und genau hier ist er auch gestorben, als Aegon seinen Enkelkindern von seinen Eroberungsfeldzügen erzählt hat. Und genau hier beginnt Cersei auch ihren eigenen Eroberungsfeldzug. Und wer weiß. Cersei? Cersei. Hier beginnt Daenerys ihren eigenen Eroberungsfeldzug. Und vielleicht wird das ja auch genau der Ort, an dem Daenerys eines Tages sterben wird. Wer weiß. Dann hören wir in dieser ganzen Sequenz zum ersten Mal überhaupt ein Wort. Ja. Oder ein Satz, shall we begin? Sollen wir anfangen? Also erstens, damit, finde ich, wird quasi der letzte Akt dieser Gesamterzählung eingeleitet. Denn man sagt ja, dass ein Film in der klassischen Erzählstruktur in 3 Akte immer eingebettet ist. In eine Exposition, in einen Hauptteil und in ein Ende. Und dass so man immer sagt, dass der Hauptteil so ungefähr die Hälfte ausmacht und die Enden jeweils, also der erste und der dritte Akt jeweils ein Viertel. Und ich habe das ja bereits in unseren letzten Folgenbesprechungen zu Staffel 6 gesagt. So, es hat alles das Gefühl, dass dieser anstürmende Krieg und dieses Herüberkommen von Daenerys und dieses Shall we begin, exakt jetzt, fängt so quasi der dritte Akt an dieser Gesamterzählung. So, alles ist aufgebaut, alle Parteien haben sich geeinigt und jetzt kommt es endlich zu dem Höhepunkt. Und das würde auch passen, denn wenn wir davon ausgehen, dass jetzt Staffel 7 und 8 tatsächlich der dritte Akt sind, dann würde das auch mit diesem ein Viertel
zwei Viertel, ein Viertel passen. Also mhm. ein Viertel erster Akt, so quasi die erste Staffel, die ersten beiden Staffeln quasi. Dann kommen Staffeln 3, 4, 5 und 6. Und dann vielleicht jetzt 7 und 8 als der dritte mhm. Akt. Also jetzt kommt so, der gesamte Bogen wird jetzt George entwickelt. R. Martin oder beziehungsweise auch David Benioff und D.B. Weiss wissen ja, wie Film oder wie Fernsehen Dramaturgie funktioniert. Allgemein ja, und funktioniert, Dramaturgie. Ja. 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 Wo ist Gendry? Wo ist Gendry? Ich hoffe, dass der wieder kommt. Weil vor allem, wenn so Sachen zurückkommen wie dieses Häuslein mit dem Bauern und seiner kleinen Tochter, ja. dann kann ich mir gut vorstellen, dass Gendry wiederkommt. Es gibt ja auch dieses lustige Meme, ja. HMS Abandoned Plotlines. Ja. Da sieht man ja Gendry so wegrudern ja. und dann haben die ganzen Figuren, die in den Staffeln nicht vorkamen, ja. drauf gemacht. Ja. Aber bis auf Gendry kamen alle wieder vor. Ja. Aber auf Gendry warten wir mal. Ja, ich mag das halt, dass es halt keine so losen Enden gibt, wirklich. Wie bei Lost beispielsweise, ja. einer meiner meistgehassten Serien, weil die halt super spannend und super geil ist und dann aber einfach Storylines liegen lässt und nicht erklärt und stattdessen 10 neue Fragen stellt, anstatt vorhandene Fragen zu beantworten. Game of Thrones macht das nicht. Genau. Game of Thrones hat viele Handlungsstränge, die teilweise auch sehr unterschiedlich sind, aber alle werden irgendwie immer wieder zusammengeführt ja. oder zum Schluss gefunden. Meistens sterben die halt einfach. Oder so, ja genau. Aber irgendwie bekommt dann alles doch sein Ende. Gut. Hast du die Preview zur nächsten Folge gesehen? Weil nee, hab ich nicht. Die Leute wollen ja immer auch noch gerne wissen, was so da die Meinung ist, weil ich habe das ich mal angeguckt. Ich hab's nicht gesehen. Nee, nicht. Soll ich das kurz einfach allein machen oder sowas weglassen? Mach's kurz. Okay. Mach's kurz. Also das sind nur 20 Sekunden, John erfährt von Danny. Also mhm. es hört sich halt so ein bisschen an, als ob der dann nach Drachenstein will wegen dem Drachenglas, weil er das von Sam erfahren hat. Ja. Cersei erfährt auch davon, dass sie jetzt auf Drachenstein ist. Ja. Yara will direkt Königsmund angreifen, was mhm. wahrscheinlich auch ganz sinnvoll wäre, wenn die einfach direkt Cersei Klar. abmuxen. Ja. Dann sehen wir Arya und wir sehen einen Schattenwolf. Ah! Und ich hoffe wirklich, dass das Nymeria ist. Ja. Gerade weil wir gerade darüber geredet haben, wegen losen Enden. Ja. Mit Nymeria, die ist ja auch irgendwann genau. verschwunden. Und also in den Büchern führt sie ein riesiges Wolfsrudel an in den Flusslanden. Genau. Ja. Und Kleinfinger ist zusammen mit Jon in der Krypta von Winterfell. Mhm. Und da könnte es vielleicht zu einem interessanten Moment kommen. Vielleicht erfährt Jon ein bisschen was von seiner Mutter. Ja. Vielleicht haut er einfach Peter Baelish gegen die Wand, weil er mit ihm rummachen will. Genau. Wahrscheinlich. Warum auch immer. Oder ihm einen Handjob geben will, ne? Ja. Ja. Also, ihr Hunden. Solltet jetzt auf jeden Fall mal in die Infobox gucken. Da gibt es den Link also den Reflink gibt es da unter anderem zu diesem Buch. Da gibt es weiteres Wissenswertes zu erfahren. Ihr solltet uns auf jeden Fall auf unseren Social-Media-Kanälen abonnieren unter die Filmfabrik. Wir haben jetzt ganz oft über den Tanz der Drachen gesprochen. Das Video vom Sonntag, das verlinke ich irgendwo hier nochmal. Da solltet ihr unbedingt draufklicken. Das solltet ihr euch unbedingt mal ansehen. 50 Minuten Bürgerkrieg in Westeros. Sehr, sehr spannend. Ja, das war unsere erste Folgenbesprechung zur 7. Staffel von Game of Thrones. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, was wir gut gemacht haben, wo wir Unrecht haben und so weiter. Und wie gesagt, vergesst das mit dem Planetensystem, mit dem Sonnensystem nicht. Da bin ich sehr auf die Meinung der tatsächlich astronomisch bewanderten Menschen mhm. gespannt. Ja, unterstützt uns bitte auch auf Patreon, das wäre großartig. www.patreon.com/filmfabrik. Also wenn ihr da ein bisschen Geld gebt und uns unterstützen wollt, das wäre natürlich großartig. So können wir das hier weitermachen. Und gibt es sonst noch irgendwas vergessen? Nö, ich glaube, du hast jetzt alles erwähnt, was man erwähnen kann. Gut. Dann, wie gesagt, Podcast. Die Links zu dem Podcast findet ihr auch in der Infobox. Soundcloud, das es vielleicht nicht mehr lange gibt, habe ich gehört, aber ist ja auch egal. Ja, bis zum nächsten Mal. Hier auf die Filmfabrik. Nächste Woche kommt 7.02. Valar Morghulis. Valar Dohaeris.